Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Heute wir mit Sunny zusammen. Im Übrigen, bitte gibt nicht die Kanalpunkte für die Animation aus, die funktionieren im VR nicht. Ich habe den Sunny gefragt, ob der Bock hätte, dieses VR-Spiel mit mir zu spielen, und er hat glücklicherweise ja gesagt. Oh Gott, das ist Sniper schwierig. Er probiert gerade die Waffen aus. Die habe ich auch schon ausprobiert. Warum er sich beschwert, kann ich direkt zeigen. Die Störung, sagt das Spiel sogar selber, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil wenn ich jetzt hier die Waffe halte, man sieht schon, wie zitterig ich bin. Und die Waffe ist nicht 100% genau auf Reichweite. Das kann man jetzt hier nochmal sehen. Ich habe auf den Kopf gezielt und weg mit dir. Und da habe ich getroffen. Ich empfehle dich nochmal zu neu kalibrieren, notfalls. Ja, das ist ein Survival-Game mit einer richtigen Story, die wir sogar komplett im Koop zusammenspielen können. Ich habe das Spiel schon eingestellt, so gut es geht. Der Sunny hat unseren Schwierigkeitsgrad-Modus ausgewählt. Er hat keine Hoffnung dafür, dass wir eine Zukunft haben. Das ist der Schwierigkeitsgrad, den wir haben werden. Keine Zukunft. Ich kann dir mal kurz auch zeigen, wie die Schwierigkeitsgrade hier alle aussehen. Da gibt es nämlich den leichtesten Sissy, darf ich spielen, Papa. Überlebender, ich wollte heute noch nicht sterben. Den ich gerade gezeigt habe. Und den ich eigentlich spielen wollte. Albtraum, sagt meiner Mama, dass ich sie liebe. Da hat Sunny aber Nein gesagt. Und das mit gutem Grund. Ja, wir können leider Gottes erst nach dem Tutorial so wirklich im Koop rumlaufen. Aber ich verspreche euch, wir werden den Sunny noch sehen. Und dieses Spiel wird heftig. Das Spiel ist nämlich sehr anspruchsvoll. Und hier steht's auch nochmal. Spiel ist realistisch, man wird Zeit brauchen, um in die Steuerung zu kommen. Und der Story-Modus beginnt mit Kapitel 0, also dem Prolog schon. Ich gehe schon mal ins Tutorial rein und warte dann, wenn ich in Kapitel 1 bin, spätestens auf dich. Falls ihr euch das Spiel auch holen wollt, so um die 25 Euro kostet das. Und über das Teil hier kann man dann auswählen, ob man mit jemandem zusammenspielen will. So, ich starte schon mal Tutorial. Wir treffen uns dann in der Straßenkreuzung, ne? Ei. Es wird dunkel. Ich hoffe, ich starte mit einer Waffe. Ich sehe nur schwarz. Tag nach Infektion 407. Prolog. Ich hoffe übrigens, ich bin nicht zu laut. Ich bin mir bei VR nie sicher, wie laut ich mich stellen muss. Ich habe mit dem Bogen den Headshot gemacht. Um Gottes Willen, da kommen sie schon. Habe ich irgendwas bei mir? So. Nein, ich bin nackt. Ich muss gerade mal gucken, ich glaube, ich bin noch gar nicht fertig mit den Einstellungen hier. So, okay. Wir hatten keine Zukunft als Einstellungen, ne? Ja. Sound ist gut, sagt mir mein Chat. Tutorial. Der wabbelt. Ich trau dem nicht. Ich habe keine Waffe. Bitte sag, dass hier. Jetzt bleib offen. Ist da irgendwo eine Waffe drin? Hallo? Es geht los mit dem Tutorial. Hallo? Hallo, Brunhilde. Ja, ich weiß, da hinten ist ein Ausverkauf, ne? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, alle Türen zu öffnen, die ich gerade hier vor mir sehe. Du hast doch im Ladebildschirm schon gesehen. Don't open. Ist da denn überhaupt irgendwas drin in den scheiß Autos? Nee. Ich hätte gerne Knarre. Ich hätte gerne überhaupt irgendwas. Ich höre die Rettung. Hier unten bin ich! Hier unten! Hier bin ich! Die hauen einfach ab! Du siehst gleich, was ich meine. Es gibt auch ein paar Nahkampfwaffen, hatte ich gesehen. Man kann zum Beispiel den Feuerlöscher im Menü greifen. Tage nach Infektion. Oh! 407, ja. Kapitel 0. Bitte sag, dass ich saufen kann. Tutorial. Habe ich jetzt gesoffen? Wo ist eine Waffe? Biomischer Militärforscher und Arbeiter. Ich kann nicht so schnell lesen! Na klasse! Was ist das für ein Ding? Hallo? Ich weiß es nicht. Ich lese gerade, was mir hier zugesandt wird. Ich will eine Waffe! Ändern, der Sack richtet sich auf!
Okay, Oh, da liegt irgendwas. Ich hab Benzin gefunden. Nimm's doch mit, Junge! Ich hätte gerne eine Waffe, Jungs. Oh, Alkohol. Ich komm hier. Ey, du! Pfann! Kann ich das Rohr mitnehmen? Nö, kann ich nicht. Nein, hab ich auch versucht. Hier sind Taschen, die kann man mitnehmen. Kann ich die auch öffnen? Bewegung. Ab in den Urlaub! Hi, Jungs! Oh. Warte mal, komm mal her! Ich will mal gucken, ob ich euch damit schlagen kann! Ich kann! Kommt her! Okay, das juckt die nicht. Ich ziehe den Urlaub. Ich kann bisher nur weglaufen. Ah, der Virus hier heißt hier Donavirus. Ich hab eine Taschenlampe. Danke für die 1000 Bild, danke! Das ist wenigstens etwas, das ich sehe. So, wie komme ich jetzt da drüber? Ach so, ich soll da nicht drüber, ich soll da durch. Oh. Reagieren die auf Geräusche? Ich glaube, ich hab's wieder gesoffen. Ich habe Sachen gefunden. Ist das eine Lampe? Ich habe eine Lampe gefunden. Ich finde, Lampen trägt alle in mein Inventar gesteckt. Das ist eine Idee, habe ich jetzt nicht gemacht. Okay, hier sind auch Walkie-Talkies. Hallo? Ja, hört mich einer? Ach, da bin ich auch gerade. Ach, warte mal, hier steht auch, wie ich die dran tue. Zur linken Schulter. Das ist aber meine rechte. Ist angeblich an mir dran. Und für die Taschenlampe? Ja, ich habe Probleme, aber das wusste ich auch schon vorher. Okay. Ich hätte gerne eine Waffe. Ja, ich habe ich auch gesagt, aber wir kriegen offenbar zuerst Tablet. Funkgerät und Taschenlampen. Ich habe mir direkt alle Taschenlampen ins Inventar gepackt. Ich auch. Was ist hier? Hier ist eine Flasche Wasser. Kann ich die mitnehmen? Ja. Ah, jetzt kann ich eine Sitzung machen. Nein. Ich hab mein Wasser fallen müssen. Hm? Das Wasser ist leer. Das Wasser ist leer. Verdammt. Sitzungskennwort. Privates Spiel. Sunny, ich gebe hier gerade ein Passwort ein. Okay. Ich habe 190 mal eingegeben. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass du mir beitreten kannst. Ich warte mal in dem Zelt. Bis du das Tablet in der Hand hast. Weil wenn, dann müsstest du doch vom Prinzip her neben mir erscheinen, oder nicht? Ein Spiel suchen. Ist privat. Aktualisieren. Ich sehe halt keine Funktion, wie ich dich persönlich gesehen habe. Ja, 190 habe ich eingegeben. 190. Alles klar. Bestätigen. So, kommst du jetzt zu mir? Man kann das echt scheiße lesen. Hat jemand eine Brille? Steht bei mir. Ein Moment Geduld steht bei mir. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen weitergegangen. Wo bist du? Du sollst ja angeblich mir joinen, ne? Ja. Ja, dann brauche ich das Tablet doch eigentlich nicht beobachten, oder? Bei mir steht einen Moment Geduld und dann passiert nichts. Ich warte einfach mal. Und nehme das Ding mal mit.
Ist da denn irgendwas drin? Ich kann es nicht öffnen. Da ist ein Zelt. Was ist da in dem Zelt? Hier sind Betten. Bist jetzt gejoint? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Hier ist eine Cola-Flasche. Ja! Ich hab eine Cola-Dose. Vielleicht kannst du auch erst nach dem Tutorial wirklich joinen. Kann ich die öffnen? Scheinbar. Man kann... Ich konnte doch gerade den Griff greifen. Also mein Charakter stöhnt, sobald ich die Flasche in meine Fresse halte. Das muss doch irgendwas bedeuten, oder nicht? Ich komme nicht mal an die Cola-Flasche, an die Cola-Dose. In welchem Zelt bist du denn angeblich? Hier sind Betten. Ich habe noch keine Betten gesehen. Eine Schaufel! Aber ich finde... jetzt sehe ich Betten. Oh, da ist eine Cola-Dose. Ja, okay, dann bist du... Ich habe die Cola-Dose in der Hand. Dann bin ich noch nicht bei dir drin. Aber ich habe eine Schaufel gefunden. Vorne an der Tür steht eine Schaufel. Oh. Nein, ich habe sie fallen lassen. Ich komme nicht mehr dran. Kacke! Damit sollte ich die doch zumindest einen Kopf kürzer machen können. Verdammt, ich komme nicht mehr an die Schaufel. Ich habe sie aus Versehen fallen lassen. Okay, ich bin bewaffnet. Das ist schon mal was Positives. Hi, Zombies! Wer will mein erstes Opfer sein? Da ist noch eine Schaufel draußen. Ich glaube, ich hätte trotzdem lieben gern meine Taschenlampe in der Hand. Muss ich sie ernsthaft? Ich will meine Taschenlampe zurück. Ich will mal was ausprobieren. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt das Ding auch noch greife, das Ding, das da rein, den dann einmal ziehen? Habe ich gezogen? Spür meine Schaufel. Ich bin der Double Gunner. Okay, Schaufel bringt nix. Schaufel ist Deko. Aha. Oh, hier sind noch. Ich brauche Mun. So kann ich mich ducken. Okay, warte, vielleicht komme ich da nochmal an die Schaufel ran. Wait a sec. Warum hast du nicht gefragt? Ich weiß auf jeden Fall, wie man sich Pistolen in die Taschen steckt. Das habe ich schon lang genug ausprobiert. So, ich nehme einfach mal alles am Munition mit, was hier liegt. Wird schon richtig sein. Ich habe die Schaufel im Inventory. Jetzt so. Sehr schön. So, dann hast du auch eine Lampe? Eine Lampe? Ja, eine Taschenlampe, klar. Ich krieg die irgendwie nicht aus dem Inventar raus. Taschenlampe unter dem Lauf. Berühren Sie die Taschenlampe. Man muss ja erstmal lernen, ne? Warum habe ich das Bedürfnis, auf den Benzinkanister zu schießen? Ja, das hatte ich auch. Warte mal. Ich wollte nicht die Waffe weglegen. Also nicht sofort. Oh. Ich laufe beidhändig. Hab ich auch gemacht. Ich nehme jetzt mal eben die ganzen Munitionsdinger mit. So, ich bin bewaffnet, du Penner. Bist du dabei? Nee, hab ich nicht dabei. Komm her! Wie gefällt dir das? Bloß nicht den Kopf verlieren. Hä? Wie packe ich das ins Inventory? Entweder an dich dran oder über den Rücken. In deine Scheißvisage. Okay, Helme gehen nach ein, zwei Schüssen runter. Nee, ich kann mir die Magazine nicht ins Inventory packen. Aus irgendeinem Grund. Ich bin ein Genius. Okay, ohne ein Rotlichtding treffe ich nicht. Das habe ich doch gerade eben zu Genüge ausprobiert. Nee, das ist die Taschenlampe.
Habe ich die Magazine nicht mitgenommen? Oh. Ja, habe ich aber auch nicht. Ich glaube, die kannst du nicht mitnehmen. Glaube ich auch. Kannst du die bitte richtig rumhalten, die Taschenlampe? Wir machen nicht Azucatano. Der wollte Rückhand machen. Das ist diese Wächter. Du kennst ja die Nachtwächter, die halten die Dinger auch immer so. Ich hab ihm den Arm abgeschossen. Kann man? Man kann den Arm wegballern? Ich versuch das jetzt. Achso, ich dachte, du ziehst hier. Komm, Arm, geh ab. Besser Arm ab als Arm dran. Naja, weiß ja nicht, ob das so stimmt. Kann der Arm abgehen? Okay, jetzt habe ich den Arm abbekommen. Bewahren Sie bis zu 3 Magazine in Ihren Gürteltaschen auf. Ist auch ein leeres. Okay, Chat, ich hoffe, ihr lernt besser als wir. Hinterher erklärt ihr uns das Spiel, okay? Dort, noch einer. Ich nehme mal 2 von diesen hier mit. Ich höre dein Telefon. Ah, ich glaube, ich habe mein Magazin im Gürteltasche aufbewahrt. Was? Muss man vielleicht den Ellbogen treffen? Ja, man muss den Ellbogen treffen. Das war das Problem. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Wahrscheinlich einfach wieder hier und zurück, ne? Okay, ich bin bewaffnet, ihr Penner. Jetzt könnt ihr mir nichts mehr. Okay, ich glaube. Sunny, wir werden so sterben. Ja, werden wir auch. Ich hoffe, Chat hat Spaß beim Zusehen. Ich gucke ab und zu mal aufs Handy, weil anders merke ich nicht, wie viele drin sind. Ich hätte gerne Schrotflinte. Ist das verhandelbar? Oh, hi! Ich hab noch einem den Arm abgeschossen. Also man braucht nur 2 Hits, dann ist der Arm ab. Oh, ich habe die China-Nahrung von irgendwen gefunden. Sprich dein letztes Gebet, du Penner. Okay, ich hoffe, das war's soweit an Tutorial. Ich würde dich gerne mal langsam sehen. Highspray ist nur begrenzt einsetzbar. Ich finde das Spiel nett, das packt mir irgendwie an jede dritte Ecke eine Taschenlampe. Oh, die haben sie aber genug ins Gesicht geschießen, ne? Die dicke Bärte überlebt 3 Schüsse ins Gesicht. Komm, stirb da hinten. Ich muss mal ganz kurz meinen Hund aus meinem Zimmer lassen. Danke. Ich habe keine Magazine mehr. Oh, hier sind neue. Sind die geladen? Nein! Ich habe meine Kopfhörer rausgerissen. Applaus. Also ich höre dich laut. Ich muss erstmal meine Kopfhörer neu verbinden. Bitte tötet mich nicht. So, ich bin geladen. So, Kopfhörer sind drin, aber noch höre ich den Jungen nicht. Profis am Werk! Let's go! Jetzt höre ich ihn. Was hast du denen erzählt? Ich habe nur gesagt, dass ich mir gerade nochmal... Oh, hier ist... Was ist das? Also ich bin bei den Hilfesprays angekommen. Wo bist du? Ich habe hier gerade eine Dose gefunden. Kann ich die irgendwie öffnen? Nee, man kann sie sich ins Gesicht halten und dann isst der automatisch. Ich höre aber nichts. Oh.
Ich hab ein Problem. Lad nach! Lad nach! Lad nach! Ich schmeiße die Dose durch den Raum. Kann ich die Gaslampe mitnehmen? Nö, kann ich nicht. Schade. Man kann leider nicht alles mitnehmen, offenbar. Ich konnte einen Aktenkoffer gerade eben mitnehmen. Was ist das? Ein Starbucks-Kaffee! Ist da was drin? Scheint nicht so. Hallo, Hilly? Lebst du noch? An der Stelle kein Placement? So, dann schauen wir mal. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Hier scheint. Hier ist echt neblig, ne? Ein wenig, ja. Hi! Wie geht's denn so? Ging schon in den Rucksack stecken? Was ist das? Oh, da hat sich einer von hinten angeschlichen! Hier sind noch mehr Magazine. Warum habe ich genau jetzt keinen Muni mehr? Im wichtigsten Moment meines Lebens! Ich habe Munition in the bag. Oh, was ist jetzt passiert? Okay. Hör auf, mich anzuknabbern! Ich schmecke nicht! Ich weiß, auf meinem Gesicht steht Mr. Köstlich. Hi. Aber glaub mir, es stimmt nicht. Hallo, mein Freund. Hör mal, der Helm, der steht dir absolut nicht. Nein, ich hab die Magazine nehme ich mal mit. So, da hinten ist noch einer. Ich lade mal nach. Der mir gerade nichts tun kann, weil dann Zaun zu schnell ist. Ha! So, dann hier lang. Oh, hi! Und dann nehme ich vielmehr die Taschenlampe mit. So, was will ich denn überhaupt? Kann ich die überhaupt aufheben? Ja, ich kann die aufheben. Wenn der jetzt in meinen Rucksack packt, ne? Wie. Headshot. Okay. Ich habe rausgefunden. Die Gaskanister passen nicht in meinen Rucksack. Vielleicht geht er mit dem Essen nur, wenn du Leben verloren hast. Ey, ich kann die mit dem Gaskanister hauen und von mir fernhalten. Was macht ich hab was, um euch auf Abstand zu halten, ihr Penner. Instant-Nudeln. Läuft. Bleib liegen. Bleibt liegen. Mal so eine Frage, kann man die Gaskanister überhaupt hochjagen? Ich weiß es nicht. Ich teste es gerade. Ja, kann man! Wie lang geht denn das Tutorial? Was ist hier jetzt? Ah, hier sind die Midi-Dinger. Bist du beim ersten Ding davon erst angekommen? Ja, ja. Kann ich gleich noch von welchen in die Back? Aber ich hab mich gerade mega schocken. Acht und da kommen gleich welche aus von hinten. Habe ich die jetzt im Back? Nö. Okay, ich kann mir anscheinend keine in the Back tun. Hi! Na gut, dann halt nicht. Hi! Ist. Ah, da muss ich lang. Ich sehe die Lichter. Ich dachte, das wäre ein Gaskanister. Oh, das ist auch ein Gaskanister! Es ist wunderschön, die explodieren zu sehen, ne? Kann ich die schlagen? Nö, kann ich nicht. Nee, hab ich ausprobiert, geht nicht. Aber du musst mal einen Gaskanister neben denen explodieren lassen. Die zerplatzen, die Zombies. Das wird jetzt interessant. Hey, Jungs. Leute, ich hab's mir doch nicht eingebettet. Ich hab da einen Gaskanister hingelegt. Bang, 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 bang. Warum ist immer genau dann die scheiß Muni leer? Deswegen hab ich grad die Schaufel in den Finger. Ah, okay, nur die Roten fliegen übrigens in die Luft. Oh, scheiße. Ich hab die Schaufel verloren. Mit der Schaufel kann man die leider nicht hauen. Doch, hab ich gemacht. Sag mal nicht, ich hab keine Munition. Ja! Ich hab keine Munition mehr. Ich hab ein Problem. Jetzt wird gehackt! Hast du gefunden? Ich hab ne Axt gefunden! Oh yeah. Wisst ihr was? Jetzt lass ich den Massenmörder raushängen. 2x, let's go!
Warum lässt er die fallen? Ach komm schon, Jungs. Die da brauchst du doch nicht, oder? Die brauchst du nicht. Liegt hier Ammo rum? Ja, hier liegt Ammo rum. Man kann ihn offenbar nicht gezielt... Boah, jetzt geh doch ab, du dummer Kopf. Geht doch. Oh, hi. Ich kann die durch die Zelle hindurch köpfen. Ey, du freust dich, sobald du die Echse da hattest. Ich habe gerade eher ein Problem, weil es hier ein paar sehr viele sind gerade und ich nicht mehr und ich keine Ammo mehr habe. Oh! Kanister! Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Da, friss den Kanister und verzieh dich! So, Metzger Shining ist am Arbeiten! Och Junge, verzieh dich, habe ich gesagt. Die Äxte sind geil! Ich will auf jeden Fall eine mitnehmen! Ich hoffe, die nimmt man aus dem Tutorial mit raus. Warum seid ihr irgendwie so schnell? Der Rest von euch so lahm. Das habe ich mich auch gefragt. Na, Chat, habt ihr Spaß mit dem Spiel? Ich auf jeden Fall. Ich finde, die 25 Euro haben sich gelohnt. Aua, der hat mich gebissen, die Sau. So, wo ist der blöde Kanister? Du verzieh dich, Mann. Du brauchst deine Arme nicht mehr. Oh nein, ich habe gerade aus Versehen die Waffe fallen gelassen. Kacke. Ich bin tot. Du bist tot? Ja, ich bin jetzt so teuer gestorben. Also mich haben sie auch einmal fast rangekriegt. Ey, wenn es im Tutorial schon so schwer wird, ne? Danach sind wir zu zweit, danach ist kein Problem. Das schaffen wir das. Oh, warte mal, ich muss was ausprobieren. Jungs, ich habe einen Bohrer gefunden. Es gibt jetzt ein paar Experimente. Oh, ich setze mich wieder hin. Ach nö, warum? Ach, ich dachte schon. Da waren ja ein paar in den Zellen, ne? Jetzt werden Experimente gemacht. Wie hieß dieses Experiment, wo man jemanden absichtlich verdummt? Lobotomie oder irgendwas in der Art. Bitte sagt, dass ich die mit dem Bohrer überhaupt beeinflussen kann. Ey du, komm mal ganz kurz nah ran. Ich will nur gucken, wie es in deinem Kopf aussieht. Muss ich ja ich habe ihn totgebohrt. Ich glaube, ich muss das ganze Tutorial nochmal neu spielen. Also man kann sie mit dem Bohrer auch töten. Oh, what? Ich bin jetzt da wieder? Oh mein Gott. Wo bist du denn wieder? Ich habe gerade die Taschenlampe bekommen. Ey, sei froh, nicht das ganze Tutorial. Ah, die Bohrer sind dafür da, um Türschlösser aufzumachen. Und sie sind eine gute Verteidigungswaffe, finde ich. Ich würde gerne eine davon in meinen Rucksack packen, wenn es geht. Ich muss sagen, mir macht das Spiel Spaß. Mir auch. So, zwei eingepackt, der dritte wird hier noch in die Bag packen. So was gucken. Kann man auf beide Seiten? Ah, die Tür packen? Öffnet sich so sehr. Nee, kann man nicht, okay. Okay. Ich kann gießen gehen. Das Spiel mag mich. Ein Bohrer und eine Machete. Mehr brauche ich nicht, Leute. Ich habe jetzt eine Machete gefunden. Ich will gucken, ob ich die ganzen Spinde hier aufmachen kann. Ist da was drin?
Ja, da ist was drin. Und zwar was Feines. Aber ich bin... Okay, never mind. Ich habe was Feines gefunden. Zwei Headshots, das war's. Okay, gut zu wissen. Ich habe eine Schrot gefunden. Ich habe das Spiel durchgespielt. Sunny, ich habe das Spiel durchgespielt, gefühlt. Nice. So, eine Schrotflinte in der einen Hand und der anderen eine Machete. Das kann doch nur funktionieren. Ich heiße sie sogar wie ein Massenmörder. Wie viel Kugeln ich habe. Ah, es gibt Safehäuser. Wenn man während einer Mission stirbt, dann landet man dort. Hallo, stirb. Bleib hier! Ich hab schon getestet, wie man die an sich dran heftet. Ein Schuss verfehlt. Was fällt dir an, um mich ranzuschleichen? Ich hatte eine Machete! Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen und jetzt halt das Magazin nachladen. Hallo. Achso, ich muss das Leere erstmal rausschmeißen, deswegen ging's. Die scheinen übrigens nicht auf Geräusche zu reagieren, die Penner. Noch ein bisschen die Beine einsprühen. Die Machete muss auch noch sauber werden. Okay, ist leer. Warte mal, wir halten die jetzt mal richtig. Ups, das war ein Schuss in die Schulter. Im Übrigen, mit der Machete habe ich gerade einen gewonnen. Der hat gesessen. So. Komm hier! Weiter geht's. Ich weiß nicht, wie viele Kugeln ich noch in der Pistole habe. Hallo? Das ist ein Problem. Doch. Oh! Der Kopf kann an der Machete stecken bleiben. Ich habe den Kopf entfernt, aber er ist an der Machete stecken geblieben. Genius. Ich brauche meine Pistole. Wo ist meine Pistole? Wo zum Deck ist meine Pistole hin? Weiß ich nicht. Ja, gut, da muss ich lang. Da liegt sie. Ach, sag mal nicht, die ist leer. Ja, die sind immer leer, wenn du sie findest. Nein, das ist meine Pistole, die auf dem Boden lag. Ich aus Versehen hab fallen lassen. So, Meister, jetzt klingt's nach einem Even-Matchup. Vielleicht ein bisschen Plus für mich. Du bleibst liegen. Schnitzelmodus aktiviert. Oh, scheiße, ich hab sie fallen lassen. Wo ist meine Machete hin? Machete, verlass mich nicht! Kann ich den Schlagstock nehmen? Nee. Ich hab meine Machete verloren, Sunny. Das Leben ist zu Ende. Oh, hi. Was fällt dir ein zu sprinten? So, ich nehme jetzt in die eine Hand Gesundheitsspray, in die andere Hand die Pistole. Ja, das habe ich schon rausgefunden, wie man Waffen ans Holster packt. Hasta la vista, Baby! Es ist sehr realistisch, dieses Spiel. Oh. Wie packt man Waffen weg? Kann ich dich wegschubsen von mir? Ah, da. Wie hab ich verfehlt? Hau mal ab von mir. Ich will meine Machete zurück. Die war geilo. Ja, komm doch her. Komm doch her.
Shane, wo ist meine Machete hin? Warum hast du sie gegessen? Da kommt einer angesprintet. Was? So, da ist eine Scheune. Verkleide dich als Zombie? Oh, ja, oh, lecker, lecker! Ich sehe genauso viel wie ihr, Leute. Ich habe eine Scheune gefunden. Oh, da hängen Leute. Ja, da kriegst du eine Axt. Oh, ja. Und in dichter Nacht kriegst du sogar eine Machete. Okay, angeblich erkennen die mich jetzt nicht. Aber ich laufe lahmarschig. Na gut, ich muss ja auch wie einer von denen rüberkommen, ne? Ja. Aber so, schön, dass sie diese Walking Dead-Mechanik eingeführt haben hier bei dem Spiel. Also die übernommen haben, dass wenn du dich dich so mit Blut übergibst, beziehungsweise mit Innereien, dass sie dich nicht mitbekommen. Die lassen mich tatsächlich in Ruhe. Ich würde gern sprinten. Da ich eh so lahmarschig unterwegs bin, habe ich einmal kurz beim Handy drauf geguckt. Ich lasse das extra vor mir liegen, damit ich den Chat sehen kann. Darüber notfalls. Falls irgendwer was einlöst. Na, wie geht's euch? Ich hau mal ab, ne? Oh, ich habe ein Radio gefunden. Ich hoffe, ich finde einen guten Sender. Kann ich dir die Beine abhacken? Ja, kann man. Umhängst? Man kann. Ich hab's ausprobiert, es geht. Die Arme sind schon ab. Du kannst auch die Beine abpacken. Ich tue das Scheißkabel mal raus. Kopf ab! Kopf ab! Kopf ab! Hallo? Ab mit deinem Kopf! Na gut. Lassen wir sie mal sein. Ich höre dein Handy. Hi, Jungs. Ja, ich weiß. Oh, hi. Die brauche ich nicht. Ich habe schon welche. Wer bist du denn? Und warum bist du hier in der Zelle? Wo ist meine Taschenlampe? Die war, glaube ich, in der Back, ne? Ja. Wagt es ja nie aufzustehen. Boah, wie lang geht denn das Tutorial? Hier ist ein Haufen Scheiße. Wortwörtlich. Mensch, Ruhe da drüben! Ich wehr mich einfach mit einem Bohrer gegen dich. Was machst du dagegen, hm? What you gonna do about it? What you gonna do about it, fucker boy? Ey, wenn du einen Bohrer hast, die machen dir nichts mehr. Du kannst ihn einfach entgegenhalten und halten. Ich hab dich gesehen, du Penner. So, mein Freund. Du lernst als erstes die Axt zu spüren. Kann ich den auch durch das Holz erschießen, wenn ich gut ziel? Nein, kann ich nicht. Stirb! Stirb! Ab mit dem Arm! Diese Axt ist so geil! Wart ab, bis du die Machete kriegst! Ist One-Hit! Scheiße, meine Axt ist kaputt. Die Machete ist geil, glaub mir, die willst du nicht verlieren. Kann ich die kaputte Axt nach jemandem werfen? Ich glaube ja. Aber mal im Ernst, wie lang geht dieses Tutorial? Oh, Spiel gespeichert. Ja, weil diesen Safehäusern speichert ist. Bleib liegen. Ah, okay, die Zombies, die können hören, deswegen kommen die angerannt. Wenn du schießt, die hören das. Aha, jetzt ist die Tür offen. Oh, was haben wir denn hier? Du zuerst umfallen? War da nicht noch ein anderer? Oh ja. Das ist doch der Hammer.
So und so. Das Spiel versteht unsere Sprache, ne? Es sieht, wir brauchen bessere Waffen. Und gibt mir einfach 2 Auto-Rifles. Ich hab eine Gießkanne. Ich weiß, wo du bist. Du bist noch ein weites Stück von mir entfernt. Ah, oh Mann, ey. So, wie komme ich jetzt hier weg? Wo muss ich lang? Muss ich an dem Haus vorbei? Kann ich nicht, da ist... Setz außerhalb. Schießen Sie auf das Schloss, um fortzufahren. Du kannst auch aufbohren. Wo ist mein Bohrer? Wo habe ich den denn hingepackt? Oh, ich habe vergessen. Geh mal weg vor mir. Ich habe vergessen, den Hebel zu ziehen. Ich bin teilweise noch mit der Steuerung nicht hundertprozentig drin. Und weg mit dem Schädel. Ja, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Aber mittlerweile weiß ich, was ich tue. Ich krieg's gerade nicht aufgebohrt. Warum krieg ich nicht aufgebohrt? Es dauert ein bisschen. Der macht's nicht instant. Aber wo muss ich denn aufbohren? Da, wo du in den Schlüssel normalerweise reintust. Aber bei dem zweiten ist kein Schlüssel, da ist so ein Verriegelungsschloss. Ich bin Rambo. Warte, ich pack mir den Akkuschrauber mal ins Inventory. Kann man nicht. Wie kann man nicht? Almost all weapons have a switch for changing fire mode between single shot and burst. Sometimes precision will be needed. Doch kann man. Man braucht nur genug Platz. So follow the instructions on how to switch, okay? Ja, das ist gut. Da war aber jemand. Hä? Du stehst doch auf das Schloss. Ich hab gehört, ich lade erstmal nach. Ah, okay, hat schon funktioniert. Dann nehme ich mir dich mal mit. Und ich lade mal kurz die Waffe nach. Ja, dasselbe tue ich auch gerade. Boah, ich geh mal kurz auf Klo, bin nicht wieder da. Du bist der Tote, nicht ich. Okay, von hinten kommen keine. Kommt her! Ja, kommt doch näher! Oh, fuck! Warum habe ich jetzt keine Muni? Tschüss! Ich gehe nochmal zurück und gönne mir Munition. Der ist auf dem Klo, der stirbt wahrscheinlich gleich wieder. Da war Munition, oder? Ja, hier war gut Munition. So, alles mitgenommen. Wo kommst du her? Ich hätte alles gerade umgebracht. Wo kommst du her? Ah, okay. Stimmt ja, ich habe eine hier fallen gelassen. Die finde ich wahrscheinlich auch nie wieder. Ja, die despawnen, wenn man sie einmal alleine lässt, oder? Nee, das ist meine. Da müssten meine Pistols hier doch vom Prinzip her auch irgendwo rumfliegen. Ja, da sehe ich eine.
Und wo ist meine andere? Das Gute ist, ich habe so sogar zwei Taschenlampen und kann gleichzeitig zielen. Ah, da liegt sie. Ich muss nur dem Laser folgen. So. Ich hoffe, wir finden mal langsam Mr. Radio Guy. Ich finde Präzision-Teils irgendwie besser. Wenn ich so einzeln schieße. Kann ich den hier machen? Wo kommt denn diese Straßenkreuzung mal? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Tutorial solo gemacht. Hi. Ich hätte gern langsam meinen Kumpel bei mir. That's it. Continue straight on. You're almost there in Santa Carla. So pay close attention from now on. You're gonna find the road blocked soon. On the right, you'll see a military building. Ein Moment. Sicher ist sicher. Mein Ernst, hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, wir machen separat die Tutorials. Du rennst nicht. Vor allem, den kann ich dich sogar ignorieren, wenn du humpelst. Nie im Leben kommst du mir hinterher. Wo muss ich denn hin? Ach, da. Von denen kann ich ruhig mal ein paar wieder mitnehmen. Never mind. Ob wir den Zangen jemals sehen werden? Ich glaube, da muss ich hin. Ja, das hatte ich schon rausgefunden, dass man das Gewehr auf die Brust setzen muss. Kapitel 0, How to Survive. Bin ich immer noch nicht durch das Tutorial? Versuch noch normal mir beizutreten. Über 190. Warum kann ich das Safehouse nicht öffnen? Oh, hier ist eine Schaufel. Möchtest du das nochmal probieren, mir über 190 beizutreten? Klar, warte mal. Ich glaube, ich hatte irgendwie aus Versehen auf 199 gemacht. Mensch, wir suchen. Aktualisieren. Ich hab den Himmel gefunden. Es lädt zumindest länger wie vorher. Aha, ja? Bist du da? Kann ich dich bei mir begrüßen? Bist du hier? Ich glaube. A new player has joined the game. Da stand bei mir gerade ein neuer Spieler, hat das Spiel betreten. Yay! Dann war es vielleicht wirklich, dass du das Passwort falsch eingegeben hast. Ja.
Also bei mir bist du jetzt angeblich da. Wo bist du denn? Ich bin gerade bei mir noch im Loading-Screen. Also bei mir bist du auf jeden Fall in der Lobby. Ja, ja. Ich warte eben kurz, bis du bei dir fertig geladen hast. Jo. Zur Not renne ich nochmal den Weg zurück. Das lädt aber ganz schön lange. Ja, jetzt bist du ja nicht mehr solo. Ach, jetzt. Besagt, wenn du fertig geladen hast? Es hat fertig geladen. Tage nach Infektion 407, Kapitel 0, How to Survive. Ich bin in so einem ganz hellen Raum. Wo bist du? Hallo! Hi! Ja! Guck mal, der Himmel! Der Himmel auf Erden! Yeah. Oh, yeah. Bist du bereit, ein paar Ehrschützen zu treten? Oh, guck mal. Mein Lieblingsmagazin. Was ist das? Da, da. Lies das Buch. Okay, jetzt sollten die Überlebenschancen doch eigentlich vom Prinzip her höher sein, oder nicht? Wir sollen das Buch aufheben. Ja. Ich will gerade erstmal was anderes aufheben, aber das geht irgendwie nicht. Ja, ist ja gut. Was sollen wir damit? Warte mal, keine Ahnung. Das steht vielleicht da an der Wand. Zubehör entfernen. Sollen wir einfach irgendwo ein Zubehör entfernen? Wir haben irgendwie es richtig gemacht. Überhaupt nicht gierig, ne? Achso, davon habe ich schon Maximum. Ach, hier sind auch Äxte! Es sind ja auch Macheten irgendwo. Die Machete fand ich nämlich geiler als die Axt. Ich kann die Köcher irgendwie nicht aufheben. Den brauchen wir noch. Ja! Okay. Du hast mir einen Headshot wahrscheinlich gegeben. Nein, du hast einen Pfeil in der Schulter. Die Kamera ein bisschen ausrichten neu. Sollte besser sein. Kurz mal rekalibrieren. So. Nein! Mein Bogen! So. Das tut weh! Macht er das wirklich schon? Ja! Ach, wir sollen die Magazine in unseren Rucksack tun. Ach so. Zwei Deppen wissen nicht, wie man ein Buch in einen Rucksack tut. Wie geht das da dran? Oder muss ich den also auch erst in den Rucksack? Du musst erst das Buch in den Rucksack tun und dann kannst du Sachen dran tun. Ah. Wie benutze ich das Ding? Wie benutze ich die Taschenlampe? Ah, so. Glaube ich. Ja. Aber dann. Never mind. It's not that important. Let's move on. Perfect. Just one last tip. Firearms make a lot of noise and can attract other zombies. So bows and arrows can be quite useful in a few occasions. Ach, jetzt darf ich den Köcher nehmen. Ich nehme mir mal zwei, ne? Ich nehme mal mir einen, habe ich gesagt. Nicht zwei, ne? Ja, ja. So, ich habe ihn. Ich noch nicht. Habe ich ihn? Warte kurz. Ah.
So, kann ich die Waffe platzieren? Dann muss ich einmal kurz in den Back gucken. Wie war nochmal Back? Ich glaube, hinten. Über den Rücken greifen. Ja, okay, da ist das. Ich habe hier einen Kanister im Back. Ey! Jetzt sind wir quitt. Ich dodge das! Du Loser! Was sollten wir tun? Ich habe keine Ahnung. Ah. Offenbar nix. Wofür war die Trophy? Kapitel 1! Bad Center! Warte mal, ich bin Hoss, wieso hast du das Bild schneller als ich? Keine Ahnung. So. Mal kurz Sunny, mal gucken, hier ist die einzig wahre Waffe, die du mitnehmen musst. Die einzig wahre Waffe ist hier. Was willst du denn? Ich meine, wenn man mal eskalieren muss. Komm, gib mir den Bogen, gib mir eine Shotgun und ich bin zufrieden. Die Shotgun habe ich. Hier sind auch Aufsätze. Aufsätze für die Shotgun? Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Oder? Ein Schalli. Ich glaube, an die Shotgun kann man die nicht dran tun. Ich nehme den mal aber. Da sind die Snippers. Hey, to mount them, you need to learn first how to do it. Around the city, find some magazines about weapons. Ach so, du liest das auch gerade, ne? Was denn? Was lese ich? Wir müssen diese Bücher erst einsammeln und dann wissen, dann haben wir so gesehen das Wissen, dass wir die dran tun können. Ach so. Wir können die nicht einfach so sagen, ja, ich will das jetzt dran tun. Wo liegen denn die Bücher? Ja, die scheinen in der Stadt verteilt zu sein. Oh. Aber Lampen haben wir doch gelernt. Also die sollten wir doch in der Theorie... Das sind Lampen, ne? Ja, Lampen gehen. Lampen kriegen wir hin. Wie funktioniert die Lampe? Du musst sie hier vorne antippen. Ah. Okay, dann brauche ich noch Ammo. Ich muss mir noch einen Bogen eben kurz greifen nochmal. Weil ich glaube, ich habe keinen mehr im Inventar. Ja, das... So, eine Axt will ich auch mitnehmen. Wir sollten uns gut vollpacken, bevor wir rausgehen. Hast du dem Mann nicht zugehört, wenn wir laut machen? Da ist meine Waffe Nummer Uno. Komm her, ich brauche dich. Sunny? Wie fülle ich die nach? Dum, 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 dum. du musst erst dieses Teil, diese Pakete in dein Inventar packen, also in deinen Rucksack, und von dort aus kannst du sie rausziehen. Wie beim Fall. Also ich glaube, du musst sie ja nur an die Brust fassen. So, eine Taschenlampe sollten wir beide auf jeden Fall mitnehmen. Nee, ich kann sie nicht. Obwohl, nee, eine Taschenlampe brauchen wir ja nicht, wenn die vorne an der Waffe sind, ne? Ja. Dann eigentlich nicht. Ich kann die irgendwie nicht aus dem Inventar. So ein Heilding nehmen wir mit. Und einmal so ein Stealth-Ding wollte ich mitnehmen. Ach, kann ich nicht. Wieso? Ich kann irgendwie die Shotgun nicht laden. Muss das Paket mitnehmen. Da steht doch sogar, nimm die Schrotflinten-Munitionskiste und legen sie neben deinen Taschen ab. Neben. Ach so, ich habe sie jetzt in den Bag gepackt. Willst du dir auch ein Buch auf jeden Fall mitnehmen oder soll nur einer von uns die Türen aufbohren? Nee, mach du den Bohrer, alles gut. Ja, nimm dir aber auch was hiervon mit. Entweder ein Heilding oder das andere Ding. Das Heilding habe ich schon dabei. Weißt du was? Ein Paket Pfeile würde ich gerne. Kann ich auch einfach das ganze Paket nehmen? Nee, ich muss jeden einzeln. Karneval! So, ich habe jetzt meine. Ich muss die alle einzeln rausnehmen.
Ich will nämlich noch ein Heilding mitnehmen. Und die nehmen so einen Platz weg. Ich spüre das, wenn du mich abschießt. Den kann ich nicht greifen. So, das habe ich jetzt mitgenommen. Treffer! Ich habe nicht dich getroffen, ich habe das Ding, ich habe hier, das war der Plan. Guck's dir an. In das Loch. Ja! Da kommt zwar kein Geräusch, aber... Warte mal, kann ich die Axt gegen die Machete tauschen? Das war nicht die Machete. Ich habe jetzt noch 15 Kugeln. Wie soll ich nur noch 15 Kugeln von dem... Die sollte ich doch... Jetzt sollte die doch da in meinem Inventar sein. Ja. Genau das, was ich wollte. Gut. Pistols nicht vergessen. Nehme ich mir mal zwei von denen. Aber interessant, dass wir erst Bücher finden müssen. So, ich habe jetzt 20 Pfeile, ein Heilteil. Ich habe 25 Shotgun-Kugeln plus Shotgun-Kugeln in der Gun. Jetzt nehme ich mir noch eine Shotgun-Munition mit. So, jetzt packe ich mir noch ein paar von den Magazinen ins Inventar. So viele wie geht. Genau, jetzt habe ich nochmal 40 Shotgun-Schuss. Wo sind die Pistolen? Die sind hier direkt links von dir. Ah. Revolver? Was ist das für eine Pistole? Das sind die normalen. Weil hier sind zwei verschiedene Arten an Pistolen. Okay, ich bin voll. Brauchst ein paar Pfeile? Hier liegen ein paar. Nee, nicht wirklich. Ah, das ist eine Deagle. Deswegen. Okay, warte. Nee, die will ich nicht. Ich will die andere, die normale. Hier, Happa. Mund auf. Nee, ich nehme eine AK mit. Ach so, in dem einen habe ich drei, in dem anderen habe ich vier Ladungen. Okay, warte, was packe ich mir noch in den... Packe ich mir die Gun mal kurz weg? Baby, komm zu Papa! Jetzt müsste voll sein. Genau, jetzt bin ich da voll. Ich habe noch keine Nahkampfwaffe, die hole ich mir noch gleich. Ja, man sollte zumindest mindestens eine Nahkampf dabei haben. Das heißt, wenn du schon keine Munition hast, dich wenigstens so wehren kannst. Hier sind die Nahkampfwaffen. Hier habe ich eine. Hier sind nur Äxte. Es lag genau eine Machete, leider Gottes, hier. Ah, ich habe die schon eingesammelt. Du? Okay, alles klar. Dann nehme ich eine Axt mit. Ich guck mal. Oh, wichtig! Ach so. Ich hab einen Stift gefunden. Ich dachte, wir müssen nochmal die Funkgeräte an uns dran packen. Was ist da oben in den Kisten? Ach, da kann man gar nicht öffnen. Okay. Ready to go? Von mir aus können wir. Hier hinten ist ein Knopf, der will gedrückt werden. Oh, da steht auch nochmal was. Ich hab nur zu. Ich würde nochmal Pfeile wahrscheinlich. Oh, dann nehme ich noch einen Zeitschriften in der Nähe aufbewahren. Und drücken Sie einmal die V-Taste. So, ich habe jetzt so ein Versteckding mitgenommen. So ein Selfie. Meine Axt! Machst du so, die Tür auf? Links ist der Bogen, rechts ist. Opala, das wollte ich nicht. Ich glaube, du musst die Tür aufmachen. Ich bin bewaffnet. Ich würde sagen, wir sind ready. Can you hear me? Signal's weak. I had a hard time during my last run, so I left some things undone. Sehe ich eigentlich auch deine Lichter? Beziehungsweise siehst du meins? Ja, dein sehe ich. An der Waffe ist gerade gar nichts. Wir haben eine Karte?
Hä? Was? Oh. Na warte, ich glaube, ich weiß wo. Ah, da. Karte, da. Um Gottes Willen. Oh, das ist groß. Okay, wir haben was zu tun, habe ich gehört. Hi! Weißt du zufällig, wo wir hier ein paar Zeitschriften finden? Oh. Die sind nicht geladen bei mir. Das ist ein Fehler. Junge, lass mich in Ruhe. Hallo! Ich will meine Waffe umstellen, lass mich. Besser. Ach so. Okay, du hast den Feuermodus, aber vergiss nicht, Lautstärke hören die. Ja, von mir aus. Von mir aus können sie mich hören, habe ich kein Problem mit. Komm her, komm her, ja, ja, ja! Übertreib doch nicht, der hat doch schon kein Bein mehr. Ups, Waffe ist leer. Hallo? Willi? Hallo? Hallo? Jetzt steh auf! Steh auf! Steh auf! Oh, ich habe ihn mit der Waffe geschlagen. Ja, das geht auch. Guck mal, da startet einer auf! Startet einer auf! Hä? Wie? Hä? Oh, hi! Du musst dich nicht mal perfekt treffen, die Leichensäcke! Okay, wonach suchen wir? Beschützt du mich mal? Ich guck noch mal auf die Karte. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, wir müssen zu diesem Haus. Das wäre genau hinter dem hier. Geht's dir gut? Ich glaube, dafür, dass du so viel Feuerkraft hast, macht meine generell mehr Schaden. Ich habe meine Waffe gerade mal wieder weggepackt. Die Waffe ist leer. Ich habe keine Magazine mehr. Hast du die Magazine nicht mitgenommen? Doch. Zwei Stück aber nur. Man kann doch bestimmt in die Häuser alle rein. Boah, ist das ein schöner Mond. Ich habe mich mehr auf die Shotgun und die Pistole fokussiert. Bist du auch hinter mir her? Ja, da bist du. Ich kann dir eine AK geben, wenn du willst. Die hat Muni. Ach, passt schon. Ich hab noch ein Ding. Da kommt ein Armada! Wieso finde ich Waffe nicht? Hallo, Waffe! Das ist jetzt ungeil. Dumus! Ich bin leer! Oder? Löst ihn doch mal einer von seinem Leid! Jetzt bin ich leer. Du musst mich beschützen, ich muss nachladen. Vielleicht sollten wir doch auf Bogen gehen. Nach Möglichkeit. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann die irgendwie nicht nachladen hier. Hast du meine AK gegriffen? Nee, ich habe nur meine Piste hier. Sobald die leer sind, werfe ich die aber auch weg, wenn ich keine Magazine mehr habe. Ich schieß dir in den Arsch! Dann halt in den Sack! Shining, meine Shotgun funktioniert nicht. Du musst die nachladen. Du musst mit beiden Händen halten, dann mit der vorderen ziehen. Ah, okay. Verstehe. Das wusste ich nicht. Könntest du mir bitte helfen? Auf dem Weg! Diese Doppel-AK. Es bringt's aber auch. Hau ab von mir! Man hat ein echtes Problem, wenn sie an einem dran kleben. Merkst du eigentlich, dass da rechts von dir einer gammelt? Warum funktioniert das nicht? Ich hab die doch eigentlich nachgeladen. Ach, jetzt geht's. Weird. Lass mich in Ruhe. Ich wurde gebissen. Ja, hier wird man nicht zum Zombie aufmachen, wenn man gebissen wird. Ich glaube, die hauen einen nur.
Oh, ich habe keine Munition mehr in dem Ding. Kacke. Na gut, dann anders. Friss das! Ab mit dem Arm! Bleib weg. Okay, man kann nicht sich aus die Dinge abmachen. Bleib weg. Jetzt ist die auch leer. Bleib weg. Schlag dich mit meiner Waffe. Schlag dich mit meiner Waffe. Okay, ich habe meine AKs weggeworfen, weil die leer sind. Macht auch mehr Sinn. Da ist das Safehouse. Ach, wir müssen dahin, wo diese Pfeile sind. Kannst du das sehen, wenn ich die Karte so da halte? Ja, sehe ich. Ich denke mal, wir sollten erstmal da das Safehouse öffnen und dann da oben zu den Pfeilen gehen. Gut, dann das ist ein Hinweis, wo wir hin sollen. Wo müssen wir hin? Da ist das Safehouse. Ja, das nämlich beschützt, bohre ich es auf. Ich habe einen Bohrer dabei. Aber sicher doch. Mann, die konnten sich noch einen Pool leisten. Oh, wir brauchen die Bohrer gar nicht mitnehmen, offenbar. Oh. Die scheinen offenbar direkt vor den Safehäusern zu sein. Safehouse ist offen und da liegt eine Säge drin. Jeder, der in diesen Garten tritt, wird sofort erschossen. Ich will dich zersägen. Hey! Der Garten ist Sperrgebiet, Bro! Oh fuck. Ich mach grad unser Frühstück! Willst du mein Frühstück werden? Oh! Er hatte meine Waffe gebissen! Ich bin tot. Er hatte meine Waffe gebissen, deswegen ich nicht richtig schießen konnte. Dein Zeug liegt hier. Sind wir jetzt beide tot? Nein, ich glaube, du landest im Safehouse wieder. Ah, bitten Sie im Korb Ihren Mitspieler, die Tür zu öffnen. Oh. Ah, ja. So belebt man sich wieder, okay. Mein Bohrer ist da drin, den ich gerade verwendet hatte. Ich hoffe, dass... Ja, bin gerade beschäftigt. Muss Bohrer rausholen. Ich kann so nicht arbeiten. Hau ab! Ah, die Zeitschriften sind mit einem weißen Kreis markiert. Okay, wir sollten auf jeden Fall immer beide einen Bohrer dabei haben. Hier drin ist auch noch mein vorheriger Bohrer. Nimm dir den mit. Ich bräuchte Hilfe. Ich hab da Besuch. Guck mal, ich hab was. Ich hab was gefangen. Oh, hast du schöne Augen. Siehst du das hier? Der hatte was im Gesicht. Nimm dir die Axt besser mit. Ist das ein anderes Magazin? Dachte ich auch. Die Axt hatte ich vorhin dabei. Aber ich konnte die Shotgun halt nicht benutzen. Deswegen konnte ich die Axt auch nicht rausziehen. Gib mir mal kurz Deckung. Hab ich! Das war... Wo sind meine Pfeile? Sagen wir nicht die Pfeile. Ich glaube, die sind despawned. Oh nö. Aber da liegt noch eine Schrotflinte. Ja, das ist meine. Ja, man muss offenbar sein Zeug schnell wiederholen, okay. Deswegen ist das Spiel auf jeden Fall auch so schwer. Wir sollten laufen. Warum?
Außer du willst kämpfen. Nein! Was ist los? Mein neuer Zuverlässiger! Guck, was sie getan haben! Das können wir ihnen nicht durchgehen lassen. Oh, eine Dartscheibe. Ich habe keine Nahkampfwaffe mehr, ich gehe auf Bogen. Da habe ich wenigstens... Mein Bogen hat einen Flip gemacht. Schon mal einen Pfeil nehmen. Du hast wenigstens noch Pfeile. Ich habe nur noch einen Bogen, keine Pfeile mehr. Ich kann dir ein paar von meinen abgeben. Ach, passt schon, dann spiel du ruhig Bogen, alles gut. Ich gehe ein bisschen auf rabiatere Methoden. Ja, aber bedenke, dass gerade das die Horden anlockt. Ja, das ist wahr. Willst du mal auf die Karte gucken oder muss ich? Ich mach schon. In die Richtung wollten wir, ne? Da stand irgendwas. Oh, die weißen Kreise zeigen die Dingens an, ne? Die, also der da unten. Das zeigt eine von diesen. Ja, dann lass da hingehen. Welche Richtung? Da lang. Da lang. Okay. Kann ich die eigentlich auch mit dem Pfeil einfach abstechen? Ich weiß es nicht, ich würde es gerne ausprobieren. Bei Walking Dead Saints and Sinners ging's. Hey, da kommt ein Fetter! Nein, kann man nicht. Nein, ich will nicht sterben. Der hat den Kopf verloren. Wiederverwertet. Da kommt wer. Triffst du ihn? Wenn ich ihn sehen würde? Jetzt sehe ich ihn. Als ob. Hab getroffen. Hey, guck mal, man kann die festhalten. Hau ab von mir. Ich will den da. Jetzt gib her. Gib her. Danke. Genau, lauf wieder. Lauf lieber weg. Ohne Arm. Kommen noch mehr. Moin Meister. Ab mit dem Arm. Scheiße, ich hab meine Waffe fallen lassen. Den brauche ich noch. Im Rückhand. Im Rückhand. Hey, where are you going? Guck mal, ich hab einen Pfeil gefunden. Hinter dir. Ich weiß. Jetzt nicht mehr. Headshot. Schön. Ja, komm mal, ich hab einen Pfeil für dich. Um Gottes Willen hat der Muskeln. Hier, fang. Der hält was aus! Ich hab's probiert. Sag mal, wie viele Pfeile willst du noch fressen? Ich glaube, bei dem musst du die harten Geschütze rauspacken. Weißt du, wo meine Pfeile liegen? Bei Danke. Ihm? Ich habe nur keinen. Hast du noch Pistolenmunition? Ja, sofort. Hier. Geh bitte. Ey! Lass deinen Pfeil los. Ey, guck mal, da kommen welche. Ja, das ist fein. Das ist fein, alles gut. Ich hab nichts für Nahkampf. Hinter dir. Ich weiß. Komm. Hey,
Als ob die nur einmal... Ich habe ein Problem an meinem Arsch kleben. Scheiße, weg, 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 weg. Scheiße, ich bin schon wieder tot. Ich muss schon wieder bohren gehen. Anscheinend ja. Also das Spiel ist nicht einfach. Oh ne, musst du nicht. Ich bin neben dem Safe House gespawnt. Wahrscheinlich weil es offen ist. Oder weil ich zu weit weg bin. Okay, ich komme zumindest nicht mehr ins Safe House rein. Und ich habe jetzt keinen Loot. Ich komme zu dier. Vielleicht bleibt der, solange ich hier neben stehe. Ich nehme mal deinen Bogen, weil ich habe meinen verloren. Och, das warst du, okay. Ich kann die Munition nicht mehr nehmen, irgendwie. Hier liegt nur keine Waffe mehr rum. Doch, fuck. Da, aber... Ich habe keine Munition... Ich komme nicht an die Munition für die Waffe, die liegt hier. Ich komme nicht an meine... Doch, ich komme an meine Axt. Komm her. Ganz komisch. Ja, das komme ich irgendwie nicht. Soll ich sie sonst einpacken? Ne, alles gut. Hab schon. Glaube ich. Ich glaube, ich hab's eingepackt. Ja. Kurz im Rucksack gucken. Ja, drei Magazine davon. Ein Pistolenmagazin. Ich hoffe, du hast deinen Bohrer noch. Ja, den habe ich. Ich glaube, die da können wir in Ruhe lassen. Never mind. Ey, der eine mag das Auto sehr. Ja, den meinte ich ja. Ich habe nichts für den Nahkampf mehr, ist das Problem. Hinter dir! Ich lauf schon. Ich hab eine rote Sicht. Meinst du, man kann den Schwierigkeitsgrad noch runterstellen? Ich hoffe, ich hab ihn getroffen und nicht den. Oh, bin tot. Es leckt. Verteidige dich einfach nur. Bei mir ist Schwarzbild? Nimm zur Not meinen Bohrer mit! Nimm ihn mit! Bei mir ist Schwarzbild. Wieso denn das denn? Keine Ahnung, ich habe jetzt plötzlich ein Nahtesgrün. Ich glaube, wir sind zu oft gestorben. Oder weil der Host. Ich glaube, ich darf nicht sterben. Das wäre kacke. Hui! Ey, die Axt ist endes kacke. Ey, wenn ich Axt und Machete vergleiche, ne? Machete, One-Hit. Axt, 10.000 Hits. Zumindest gefühlt. Kommt ihr nicht auch so vor? Ja, schon irgendwie. Boah, stirb. Ey, zumindest hat sie keine Arme mehr. Kannst du mir denn da auch noch was tun? Ich hau mit drauf. Ey, weg mit der Kacke. Guck mal nach, wo wir lang müssen. Ja, wir müssen hier links.
Hier im Kofferraum ist eine Tasche. Kann man die öffnen? Ich hab da was an meiner Axt kleben. Was ist ein Haustier? Oh, ab mit deinem Kopf. Ab mit dem Körper meinst du wohl? Ey, also Kopf, die Schusswaffen nur dann benutzen, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja. Man merkt einfach, wie geil die Machete ist, ne? Ach, lass mich das machen. Ich hab halt nur eine Kackaxt, was willst du eigentlich? Ich kam gerade nicht von deinem Kollegen weg. Er hat keinen Arm mehr. Weg mit dem Kopf. Ich glaube, die Machete kann wirklich besser killen, aber dafür tut die Axt zum Beispiel Körperteile besser abtrennen, glaube ich. Ja, aber was bringt mir das, wenn ich in der Zeit zehnmal sterbe? Du kannst den Kopf abtrennen, dann ist das Ding tot. Ich glaube, wenn du auf den Kopf ziehst, kann die Axt besser sein, aber in allen anderen Fällen ist die Machete halt besser. Guck mal, ich habe eine Nahkampfwaffe für dich gefunden. Was? Willst du? Was? Da drin. Oh, das ist doch mehr nach meinem Geschmack. Hoffentlich tötet die auch besser. Kannst du so neben da testen? Oh ja, komm her. Oh, erstmal nicht getroffen. Oh, ja, das geht gut. Okay, wir sollten auch die Autos öffnen. Da können nützliche Sachen drin sein. Okay. Die steche ich in weiser Voraussicht einfach mal weg. Oh mein Gott, die kann one-hitten. Da habe ich doch was Gutes für dich gefunden. Mann, Spürne, komm her. Ach, scheiße, ich muss den Kopf anständig treffen. Ja, mit einer Hand. Ich gönn dir! Ja. Hinter dir! Ich hab keinen Nahkampf mehr. Hi! Wollt ihr mal einen neuen Freund kennenlernen? Komm. Achtung, von links kommt ein Sprinter! Danke für die Info. Bleib weg. Du klopfst und ich heile dich währenddessen. Ich brauche nicht geil werden, alles gut. Hinter dir! Meine Machete ist leider schon kaputt. Habe ich keinen Bogen? Doch, da. Ich hoffe einfach mal. Aber das Ding hält gut was aus. Es teilt offenbar auch gut aus. Oh ja. Ich hätte gern dieselbe Waffe. Stirb. Wo rennt er hin? Weiß ich nicht. Muss halt nur auf den Kopf ziehen mit dem Ding, dann ist das Ding geil. Gib! Gib! Hm? Nicht du! Also ich dachte, du willst meine Waffe haben. Ja, aber no, die kriegst du nicht. Wir wollten hier weiter links gehen, ne? Ich wollte nur mal kurz gucken, ob hier irgendwas im Auto ist. Och Mensch! Hör auf zu rennen! Hallo, Herr Feuerwehrmann. Ciao, Herr Feuerwehrmann. Und du bleib liegen. Matschbirne. Hey, ich habe eine Waffe gefunden. Bring sie mit. Ich bin nicht mal ansatzweise in deiner Nähe. Doch, bist du. Wo ist mein Pfeil hin? Ach, du liegst drauf.
Jimmy, verschwinde mal von meinem Pfeil. Den brauche ich mehr als du. Shining, 26 Jahre, weiß nicht, wie man einen Pfeil wegtut. So, Sunny, wo bist du? Ich bin bei deiner Waffe, die ich gefunden habe. Ja, und wo ist das? Ach, hier. Hier, die ist für dich. Was soll ich damit? Ich brauche einen Nahkampf. Ich hab die auch schon durchgeladen. Die Machete hält halt leider Gottes nicht lang. Aber der Basie tut's. Warum ballerst du? Willst du die Armee anlocken? Ja. Ich lass die Waffe fallen. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich bin schon in der richtigen Richtung unterwegs. Okay, du hast einen Pfeil fallen gelassen. Hier ungefähr ist. Also das Haus, da müssen wir rein. Hier ist nichts drin. In das hier? Ja. Hier steckt ein Pfeil? Ja, ich weiß, den hab ich geballert. Ich guck mal durchs Fenster. Da drin scheinen keine Sees zu sein. Okay, dann rein da. Ich muss bohren. Ich mach schon. Oder machst du? Ja, du machst, okay. Aber hinter uns sind Sees. Hey, hinter dir! Bleib weg. Scheiße, mein Basie ist im Arsch. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Wow. Was kannst du eigentlich? Aus dem Winkel? Schlecht schießen, wie du siehst. Schmerz. Scheiße, mein Bild ist kaputt. Der war super, ich habe ihn geliebt. So, jetzt hat er einen tollen Platz. Okay, die Tür ist hinter uns zugegangen. Schade, es funktioniert nicht, oder? Ich kann kein Klavier spielen. Das wusste ich auch schon vorher. Warum? Ey. Oh. Können wir das Ding mitnehmen? Warte mal. Habe ich noch Platz im Rucksack? Ja, ich habe noch Platz. Dann nimm du das Ding mal mit. Vielleicht ist es ein Sammlerobjekt. Ich hab's eingesteckt angeblich. Ja gut, vielleicht ist es ein Sammelbecken und das geht, kommt gar nicht in den Rucksack. Hoffentlich finden wir hier was Gutes. Hier ist nichts drin, glaube ich. Da sind nur Kissen drin. Hier ist eine Flasche Wasser drin. Oh, hier ist das Magazin-Ding. Ah, für cool. Den... Guck mal. Für Holo-Ding. Oh, das ist nice. Willst du eine Pizza? Warte mal, gib mir mal deine Waffe vorne. Welche Waffe? Die hier? Ich kann die auch selber aufheben. Hier bitte! Hast jetzt einen Aufsatz. Cool. Gib mir auch mal das Buch. Ich hab das schon reingetan, man kann nur einen mal wegstecken. Ich glaube, da ist das andere nochmal drin. Ja, das ist dasselbe Buch. Und da ist auch nochmal so ein Ding, nehme ich mir. Nehme ich mir meine Schrott. Du stehst im Weg. Tu ich immer. Ist da irgendwas Interessantes drin? Nee. Nö. Weiter nach oben. Ich weiß, wo man nachgucken muss, wenn man was finden will. Tatsache!
Ich habe in den Kühlschrank geguckt. Was war da? Nochmal das Buch und nochmal ein Aufsatz. Cool. Tue ich ja mal eine Piste. Oder kann ich das nicht? Hallo? Ah, an der geht das nicht. Aber man kann es verstauen. Ich hätte die Möglichkeit, einen Shuddy auszurüsten. Ich habe Teller gefunden. Hier oben ist nochmal eine Taschenlampe. Also eine Taschenlampe für die Waffe. Ich glaube, die Dosen, also das Dosenfutter halt auch ein bisschen. Möglich. Hier ist Wäsche drin. Oh, Schrotpatronen. Die kann ich, wenn überhaupt, glaube ich, verbrauchen. Hängt davon ab, was das ist. Sind es die roten? Ja. Ja, die kann ich nehmen. Und hier ist eine Schrot. Ja, dann... Eine doppelläufige. Ah. Gut, dass hier nichts Lebendiges drin ist. Die lässt sich cool nachladen. Kann ich mir hier so ein Ding noch mitnehmen, bitte? Ist das eine Granate? Ich habe eine Granate gefunden. Ja, ich habe jetzt noch 15 Schrotkugeln dabei. Cool. Ah, heiß! Hast du einen Platz frei? Nee, warum? Was tust du? Ich habe was Schönes gefunden. Was ist das? Eine Granate. Gib her. Ich schaffe Platz. Kann man sich auf ein Brett einfach nicht... Warum kann ich mir nicht einfach ein Brett nehmen und den das über den Schädel zimmern? Look. Okay, die Tür ist kaputt. Ich habe eine Nahkampfwaffe gefunden. Eine gute? Ansichtssache. Was hast du denn gefunden? Wo bist Brauchst du eine Tastatur? Hier lag auch eine Machete, die habe ich mir genommen. Aber die hält ja nicht lang. Okay, das Ding nehme ich mal in die Hand. Hier ist nichts mehr. Da ist ein Bohrer. Das ist im Prinzip auch eine Nahkampfwaffe. Guck mal. Ja, kannst du die über den Schädel kippen, dann riechen die dich nicht. Wie denn? Geht nicht. Warte, gib her. Ah. Dann lassen die einen in Ruhe. Aber man bewegt sich ganz langsam. Muss halt in der Hand halten und dann die Schusstaste drücken. Ah. Ist da drin was, mein langsamer Freund? Ja, hier ist einiges. Willst du einen Köcher? Hab noch Pfeile. Okay. Und das sind tatsächlich nicht meine Magazine. Ja, für mich ist hier eher nichts drin. Wie lange hält das an? Ich glaube so eine Minute, zwei, aber dann kannst du halt ungestört an dem vorbeigehen. Guck, bei mir ist jetzt schon wieder vorbei. Bei mir noch nicht. Loxian! Ich verteidige mich gerade mit einem Bohrer. Ich habe eine doppelläufige. Jackpot! Was hast du gefunden? Den Jackpot, du kannst meine Machete haben. Was hast du gefunden? Wo bist du? Bist du immer noch oben? Nein, ich bin unten. Shining? Ich bin unten. Ich hab den Jackpot gefunden! Hier, hinter dir, guck mal! Guck mal, ich hab den Jackpot! Ui, Katana!
kannst meine Machete haben, wenn du willst. Hier. Nicht hier. Dann hast du was Besseres als eine Axt. Ich leg's dir hier hin. Da. Ah, da. Einfach Jackpot. Ich höre da welche vor der Tür. Meinst du, ich kann die Tür kaputt schießen? Probier es nicht aus. Lass uns erstmal zu Ende looten. Danach kannst du ausprobieren. Hier sind nochmal Magazine und ein Aufsatz. Den Aufsatz habe ich mal eingesteckt. Da wäre eine Knarre zum Ballern, aber ich glaube nicht, dass das positiv wäre. Dann fehlt ja nur noch das Bad. Hier ist nochmal so eine Figur. Ach, da fällt mir ein, beim Katana war auch eine Figur. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich glaube auch. Ich guck nochmal durch. Ich guck auf die Karte. In der Nähe von uns ist ein Safehouse. Ich habe noch eine Figur gefunden. Ich habe schon zwei dabei. Ich glaube, das ist aber dieselbe. Ja, ja, war auch dieselbe. Okay, ich verteidige mich mit einem Bohrer erstmal, bis der kaputt geht. Wenn du da. Und kannst du sie kaputt schießen? Nein. Scheinbar nicht. Lass mich aufmachen. Oh, die haut aber rein. Komm doch näher! Die haut rein! Ja, aber sie lockt wahrscheinlich auch die ganze Nachbarschaft an! Das wahrscheinlich auch, ja. Er ist geplatzt. Mein Polizeiauto gucken, vielleicht ist da ja was Schönes drin, da liegt ein Bohrer drin. Okay, ich kann die nicht nach hinten packen, leider, die Waffe. Doppelte Bohrer-Action! Ich muss die jetzt in die Hand nehmen und damit schießen. Er ist tot. Ich habe ihn geköpft mit einem Bohrer. Applaus. Das ist eine Kunst. So, was ist unser nächstes Ziel? Hier vorne links offenbar, da war hier in der Nähe soll ein Safehouse sein. Ich kann nochmal auf die Karte gucken, da musst du aber verteidigen. Ei, ei. In der Richtung ist ein grüner Punkt und in der Richtung ist ein Safehouse. Ich würde sagen, holen wir erstmal das Safehouse. Okay. Ich habe eh schon zwei Bohrer. Ich kann es ja meinen wegtun, oder? Ich benutze die ja gerade nur zum Kämpfen. Ich will das Katana mir aufsparen. Wenn da wieder so eine Horde kommt. Ja, da vorne rechts irgendwo. Ah, da ist das Safehouse. Ich mache es auf. Links kommt auch einer angekrabbelt. Also hinter dem leichten Schauwagen. Meinst du, ich bin mit zwei Bohrern schneller beim Aufbohren? Ja, der Kollege dreht sich wieder um. Hier ist eine Nahkampfwaffe. Hier ist wieder ein Basie. Oh yeah. Aber diesmal mit Stacheln statt mit einem Stacheldraht. Das war meiner. Nein, war's nicht. Basie, komm zu Papa. Ja, aber behalt die Machete, ne? Hohoho. Ich frage, nutze ich zuerst den Besen oder zuerst die Machete? Die Machete, weil die hält weniger. Nee, andere Hand. Nicht einfach so lang dahin.
Na dann. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das nehme ich mal mit. Ja, einfach geradeaus. Ich nehme das mal mit, ne? Der hat meine Bohrer gesehen. Der hatte Angst vor deinen Bohrern. Die sind aber auch fies. Ich glaube, die gehen auch nicht kaputt. Und die killen wesentlich besser als die Axt. Alles killt besser als die Axt. Nö, nichts drin. Auch auf den Beifahrersitzen kann was liegen, ne? Ich weiß, ich hab nur gerade die Hände voll. Ich brauch den Bohrer nicht mehr. Da liegt irgendwas. Was ist das? Ui. Jetzt hast du auch einen Basie. Und ich bin noch anders bewaffnet. Ich auch. Guck mal, der will was von uns. Oh, du auch. Dich habe ich gar nicht gesehen, Bro. Lass mich los. Ich kann AFK stehen, wenn der Bohrer an ist. Sicher, dass Stechen die beste Idee ist bei der Machete? Ja, du musst aber genau den Kopf treffen, ist das Ding. Oh, oder er schneidet einfach den Kopf ab. Und kaputt ist sie. Wow. Ja, die hält nicht lang. Komm mal her. Scheiße, hat nicht funktioniert. Weg da! Verschwinde von da! Schnell! Hallo! Hey. Oh, hi! Hi. Ich habe mir das Katana cooler vorgestellt. Dass es mehr Schaden macht. Oh, mein Schatz. So, jetzt halte ich es richtig. Backhand-Style. Stylisch. So, hier müssen wir hin. Was tust du? Gar nichts. Ich hab ausprobiert. Ich hab auf die roten Kanister geschossen. Hier müssen wir doch hin, ne? Ja, da leuchtet was grün. Ja, da müssen wir hin. Deswegen müssen wir uns holen. Reicht es? Ich glaube, es reicht einen mitzunehmen, oder? Ich habe meinen Basie. Mein Katana ist kaputt, nein! Oh, das geht schnell. Warte mal, wir müssen nur einen mitnehmen, ne? Ich glaube. Da hing was. Der Basie ist geil. Ich sag doch, der Basie ist geil. Ich will gerade. Hilfe. Okay, fuck off.
Ich wollte versuchen. Hast du noch ein Heilding? Ich wollte versuchen, das Ding in den Rucksack zu packen, aber man kann nicht. Das war eigentlich logisch. So, ich nehme das Ding mit, du beschützt mich? Ich habe kein Heilding. Shit. Wollte ich nur eben kurz sagen. Ja, klingt nach einem Plan. So, wo müssen wir hin? Ich würde sagen, einfach dahin zurück, wo wir hergekommen sind, ne? Einfach da lang und dann rechts. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich die Gelegenheit. Ich fand ganz geil, ne? Ja, wir sollen zum Haus zurück. In die Richtung müssen wir. Alles klar. Oder warte, lass einfach zum Safe House in der Richtung zurückgehen. Beim Safe House braucht man nämlich nur der Straße folgen. Okay. Meinst du, wir kommen hier rein in die Tankstelle? Nein. Hast du ausprobiert? Ja. Na schön. Die Diegel ist auch gut. Platzen die Köpfe, kommst du? Ich muss gerade meine Sachen wieder einstecken. Jo, komme. Bist du? Ach da. Ich hab so einen Kanister dabei. Meinst du, wir können Hilfe rufen? Denke nicht. Wäre schön, wenn. Aber denke nicht. Zumindest kann ich das Ding in die Hand nehmen. Wait. Ich werde jetzt mit einem Telefon kämpfen. Ich ziehe dir das Telefon über die Rübe. Ey! Ich habe nur gesehen, dass irgendwas auf einmal hinter mir stand. Das Safe House ist ganz in der Nähe, ne? Der Vibrator wurde aktiviert! Ich komme nicht aus dem Safe House raus, glaube ich, ne? Nee. Nee, komme ich nicht. Und dann kann ich zumindest meine Sachen wieder aufladen. Dann nehme ich den Kanister. Ich habe zumindest einen Basie gerettet. Nice. Weil wenn wir mal im Safe House sind, kannst du dich ja eh neu equippen, ne? Eben. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch lebend ankomme. Wäre ein Erfolg, wenn wir zumindest das jetzt mal endlich geschafft hätten. Ich bin knapp vom Safe House, aber da steht jemand. So, ich bin wieder equipped. Ich habe auch einen Kanister. Ja, aber ich glaube, sie müssen unbedingt diese. Och, warum ist da eine Brigade bei dir? Meinst du, stehen die vor der Tür? Ja, und das nicht gerade wenige. Ist irgendwer von denen weggegangen? Nein. Schade, ich habe versucht, sie mit dem Kanister auch von hier drinnen zu killen. Hat nicht funktioniert. Da ist dein Basie. Hoppla, die will ich mitnehmen. Der hat mir tatsächlich gut geholfen. Der ist auch super. Ich bin fast tot. Warum kann hier nichts zum Heilen drin sein? Weißt du was?
In der einen Hand den Bohrer, in der anderen Hand das Ding. So, ich habe jetzt einen Stachelbasi, einen Stacheldrahtbasi. Ich sehe rot. Soll ich das Ding? Warte, um den kümmere ich mich. Bleib weg. Bleib weg, habe ich gesagt. Oder so. Bohrer OP? Er geht zumindest nicht kaputt. Ich hör dich. Das Katana war scheiße. Ich dachte, das wäre eine ultra krasse Waffe. Aber der Basie ist insane. Ja, gut. Der Basie, den du hast, der ist ultra krass. Ich hab sogar zwei Basies. Weißt du was, damit mich keiner von links überraschen kann, glaube ich extra hier so an der linken Wand entlang. Eine der Basies war im Safehouse. Meinst du, wir können die dodgen? Der, den krabbelt, den könnte ich sogar zu Tode bohren, ohne dass mich einer von denen trifft. Ich habe da was in meinem Basie stecken. Ich glaube, ich muss den Hals treffen, damit ich denen ihren Kopf abreißen darf. Ja, ich muss den Hals treffen. Ja, wo ich mit dem Katana treffen musste, wahrscheinlich musst du generell immer den Hals treffen. Irgendwann links sollten wir reinkommen können. Okay, da stehen drei. Ich treffe nicht den Hals. Jetzt habe ich den Hals getroffen. Der Bohrer ist eigentlich auch eine gute Nahkampfwaffe, wenn man so drüber nachdenkt. Er geht nicht kaputt und trifft durchgehend, ohne dass die sich wehren. Ja. Ich habe meinen Bohrer irgendwo verloren. Das ist schlecht. Die Igel kommen in meine Hand. Hier ist eine Aktentasche. Nehmen Sie mit. Obwohl, gib sie mir. Ich glaube, ich habe eh noch einen Platz frei. Kann ich sie bei mir reinpacken? Nee, kann ich glaube ich nicht. Nee, geht nicht. Ich nehme sie mal mit. Du gehst ja eh in den Kampf. Und wir sind eh knapp vom Ziel. Jo. Hi. Oh, zwei. Hallo. Ich guck einmal, dass ich da lebend reinkomme. Genau, bleib zurück. Ich übernehme das. Ja, ich überlasse dir den Feuerwehrmann. Genau, schleicht dir einfach hinten durch. Wow. Great. You did it. Fuck it. You're better than I thought. Now go to the so, du hast keine Arme mehr, Freund. Was willst du mir jetzt tun, hä? Was willst du mir jetzt tun? Was willst du mir tun? Jetzt tust du gar nichts mehr außer schlafen. So, was jetzt? Ich soll den neben den Generator legen. Ah. Mit der Zeit scheint man sich auch so zu heilen. Also mittlerweile sehe ich wieder normal. Was ist das? Ein Stift. So, wo ist Ach, da hinten muss Generator-Ding hin. Schafft's, Honey. Juhu. Wir haben eine Mission geschafft. Boah, das war aber eine Geburt. Trophäe erhalten, ho, ho, ho. Oh. Der hat auch noch ein Shining-Emoji in den Chat gerade geschrieben. Alter, war das eine Geburt. Mhm. Beim nächsten Mal mache ich den Schwierigkeitsgrad runter. Das ist ja viel zu heftig auf dem Schwierigkeitsgrad. Und sehe ich das richtig, dass wir jetzt beim nächsten Mal Basketball spielen gehen? Was? Fight together. Ich hab keine Ahnung, bei mir lädt's noch.
Ich sehe halt nur so einen Wappen mit einem Basketball drauf. Wir sind immer noch bei Kapitel 1 Monster Show. Aber hey. Ah, diese Actionfiguren sind Character Outfits. Ah, okay. Wo passt man die an? Bist du weg? Ich wurde automatisch, glaube ich, ins Hauptmenü reingeworfen. Warum das denn? Keine Ahnung. Da ist der Schießstand. Gibt's hier noch irgendwas? Da steht Spiel. Hier kann ich zu Schwierigkeitsgrad Überlebender. Einstellungen und Speichern. Ja, mach ich gleich auch. Warte mal. Character. Das ist mein Charakter übrigens. Es gibt hier noch den Steve. Left for Steve. Ah, so eine Left for Dead Anspielung. Dann gibt's noch Chloe. Den Ethan. Den Jason. Mit dem Devil's Club. Und natürlich den Charakter, den ich nutze. So, wo stelle ich denn das jetzt um? Boah, Sniper ist echt nicht leicht. Da kannst du auch nochmal deine Höhe einstellen. Wo hast du die Schwierigkeit eingestellt? Headshot. Ich bin rechts an dieses Ding, damit da war dann Einstellungen oder so. Warte mal. Ja, neben dem stehe ich ja gerade. Genau, du hast da stehen, warte. Du musst auf Spiel, glaube ich, gehen. Genau, auf Spiel. Dann kannst du. Okay. Es gibt halt auch drei Modis, ne? Nicht nur den Modi, die wir jetzt gerade spielen. Sondern neben Story gibt es noch Überleben und Herausforderung. Die werden wir auch noch nach Möglichkeit machen, die anderen beiden Modis. Aber erstmal würde ich gerne die Story mit dir durchspielen. Ja, gerne. Was gibt's noch aus der Story? Überleben und Herausforderung. Ich habe, glaube ich, den Story-Modus gerade Manchmal aktiviert sich der Rucksack nicht, ne? Okay, wir müssen ganz weit durch. Guck dir mal die Karte an. Wie kann ich die denn bewegen? Ah, so. Oh, ja, ich sehe es. Zum Grün müssen wir, ne? Oder, da ist noch was Weißes. Da könnten wir auch noch was finden. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wo ist... ja, wir müssen auf jeden Fall zuerst nach unten. Okay, dann. Ich würde lieber einen Bohrer als eine Axt nehmen, ganz herrlich. Da ist kein Bohrer mehr. Sie gönnen sich Willi, nein! Nicht Willi! Ja, komm ruhig her, ich hab einen Bohrer. Das ist so geil mit dem Bohrer, ne? Das. Ich glaube, die Angst zu werfen, ergibt mehr Sinn. Da kommt noch einer. Vielleicht ist in dem Auto ja was drin. Was Brauchbares. Nutzt jetzt auch den Bohrer für den Kampf. Nö, der Bohrer ist die Meter. Ist es halt wirklich. Halt sicher gehen, dass der auch liegen bleibt. Nix. Na gut, ich lege mal eben kurz mein Zeug hier ab und guck noch mal auf der Karte, wo wir lang müssen. Jo, weißt du, was ich gern hätte? Eine Taschenlampe auf dem Bohrer. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier komplett durch, bis wir in den Safe House sind, und dann gehen wir einfach die Straße entlang. Da, deine Taschenlampe. Jetzt habe ich mir mal einen Kopfhörer rausgerissen. Da kommt Besuch. Vergiss deine Taschenlampe nicht, ne? Ich übernehme den Besuch. Guck mal, du hast was im Auge. Guck mal, du hast was im Auge. Guck mal, du hast was im Hinterkopf. Da kann man so gut die Autos durchleuchten mit. Der Taschenlampe. Muss ich nicht extra die Türen öffnen zum Reingucken? Oh, du kannst die Fenster auch kaputt schlagen.
Da kommt ein Renner! Ja. Wo? Nevermind, die kuscheln! Alter, der Bohrer ist halt echt eine Meter! Weißt du, wer braucht einen Baseballschläger, wenn man sie einfach bohren kann? Ja, also, wobei der Basie halt echt cool ist. Ja, der Basie, der killt sie halt wesentlich schneller. Ja. Ich geh mal AFK, ne? Ist da was drin? Nee, hab ich grad nachgeguckt. Wird dann weiter. Ah, okay. Oh, wenn man davon spricht, ne? Hm, von Basie? Habt ihr was vor die Füße geworfen? Cool, danke. Ich bin mit dem Bohrer gerade ganz gut bedient. Aber sobald ich eine gute Nahkampfwaffe habe, schmeiße ich den Bohrer auch weg. Ich habe meinen schon weggeschmissen. Beziehungsweise nicht den Bohrer, sondern die Axt. Ja, die Axt ist Müll. Ich benutze die gleich einfach, um auf den Gegner zu werfen und dann ist sie weg. Ja, mit ein bisschen Glück triffst du halt den Kopf gut, ne? Ja. Die Bohrermeter. Ja. Also gegen Einzelne funktioniert die ganz gut, gegen Gruppen halt nicht. Mhm. Also du willst hier runter zum... Das Rote ist ein Safehouse, oder? Ja, ich will erstmal das Safehouse da holen und dann von dort aus zu dem weißen Fall. Weil das ist ja ungefähr auf derselben Höhe. Na, was ist denn das Rosane da vorne auf der Map? Rosane? Ich kann gerade nicht gucken. Ich halte einfach mal nach hinten, ich werde schon treffen. Die Bohrer, Alter. Es ist so lame, aber es ist so gut. Also das Haus hier links von uns ist wohl auf der Map... Aua, ich wurde geschlagen. Auf der Map rosa markiert. Ich sehe rot. Das Haus hier ist rosa markiert. Vielleicht Häuser, die wir schon durchsucht haben, weil das war, glaube ich, das, wo die... Wo wir schon waren. Ja, ne? Das war auf jeden Fall das Haus, wo wir drin waren. Ist da was drin, was Lebendiges? Nö. Können wir das einfach nochmal looten und sagen, wir finden hier wieder was? Hab was gefunden. Ich glaube, wir können einfach denselben Schmarrn hier nochmal finden. Da müsste nach meiner Theorie genau hier hinten das Katana liegen. Ja, tut's es. Ich hab ein Katana. Hier, ich hatte das letzte Katana, diesmal darfst du es haben. Ich glaube, oben waren die guten Sachen, ne? Hier ist auch nochmal eine Statue. Weiß nicht, ob du die schon hast. Die Statue habe ich sogar gerade im Rucksack, ne? Ich glaube, wir müssen die Statue bis zum Ende der Mission mitschleppen. Schätz mal, weil die ist gerade im Rucksack gelandet. Ja, das sind auf jeden Fall Häuser, die wir schon durchsucht haben. Aber wir können ja ruhig nochmal reingehen und nochmal gutes Zeug mitnehmen. Ja. Okay, hier ist einfach dieselbe Statue nochmal. Ja, wie gesagt, ich habe die gerade in meinem Rucksack. Ja, ich gönn mir dann hier oben, ne? Hier oben war man nicht auch irgendwo eine Granate. Ja, da war eine Granate. Oh, Scheiße! Was ist passiert? Hab sie gezündet aus Versehen. Die Granate? Ja.
War nicht zu überhören. Du hast gerade die ganzen Matschbirnen Nein, das war ich nicht. Angelockt. Doch. War hier nicht irgendwo noch ein weiterer Basie? Scheinbar nicht. Du hast die Tür hinter mir zugemacht. Mit gutem Grund. Bist du hier drin? Ich bin gerade oben. Ich bin gerade oben am Fenster. Oh, das Blut verschmiert. Katana. Kann ich das sauber machen? Irgendwo war ein Heilding. Ich kann es nicht sauber machen. Ich bräuchte auch eins, to be fair. Ich meine, oben war was in dieser Geheimkammer. Ja, hier so in der Richtung war es doch. Da ist dieses ich mach mich unsichtbar Ding. Hier waren noch mal Pfeile. Ich stehe gerade mal über den Kamin. Und such gerade mal so ein Heilding. Zur Not, nach einer gewissen Zeit wird man generell geheilt. So, hier ist noch mal eine Machete gewesen. Logik. Ja. Mit den Waffen können wir uns gegenseitig töten, mit den Katanas anscheinend nicht. Ja, ich hab dich hier gerade eben mit einem Schuss geköpft, also. Das heißt, wir können uns nicht gegenseitig einen Schwertkampf liefern. Nein. Schade. Nope, die Tür machen wir wieder zu. So, du mach mal, was du machen musst. Ich spiele eine Runde Klavier. Tu das. Hier ist halt auch nur ein Visier. Habe ich jetzt die Machete abgelegt? Da. Weiß ich nicht. Ja, genau so. Weißt du, was ich jetzt mache? Danke. Nimm ich einfach das nächste, was ich finde. So, was ist jetzt unser Ziel? Ja, wir wollten erst zu dem Safehouse gehen. Ja, da ist eine Polizeiknarre drin. Da ist ein neuer Bohrer. Nice. Den brauche ich auch. Hi! Wie geht's denn so, Lieselotte? Ich nehme dich mal mit, ne? Hi, Jeff. Darf ich dir meine neue Freundin vorstellen? Oh. Darf ich dir meinen Freund vorstellen? Jeff hat Jeff, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Oder? Scheinbar nicht. Auch wenn es ein untotes Leben ist, es geht trotzdem weiter. Zumindest bis irgendwer ihn ersticht. Eigentlich ist meistens im Kofferraum was Gutes. Nee. Nichts drin? Ich bin schon gewappnet, das Safehouse da vorne zu öffnen. Guck mal in den Krankenwagen. Vielleicht ist da ja was drin. Ich mach so lange das Safehouse auf. Okay. Mensch, Jonah! Guck mal, ich habe J. Jonah Jameson gefunden. Als Zombie. Der hängt hier so ein bisschen mit mir rum. Jonah, lass los. Lass los, Jonah.
Danke, Jonah. Hier ist eine Säge drin. Die kann, das sind Nahkampfwaffen. Hier ist Heilung drin. Ich kann es ruhig mitnehmen. Hier. Und hier ist eine Säge und Schwanz drin. Was? Ich sag doch Schwanz. Ich sag doch Schwanz. Ich bin bereit für den Nahkampf. Nein, ich hab deinem Charakter gerade nicht den Pora den Arsch geschoben. Ja, ich hab eine Säge und eine Machete, die reichen vorerst. So, ich hab dein Bogen. Hier ist nochmal ein Heilding. Oh ja, das nehme ich mit. Ich würde mal sagen, den Bohrer legen wir mal vor dem Safehouse ab. Kein Platz für das Heilding. Das ist irgendwie kacke. Na gut, dann nehme ich es so mit. Ja, einfach geradeaus von hier aus. Da ist das Weiße. Also da lang? Einfach geradeaus. Ei, ei. Ich weiß aber nicht, wie weit, also ab und zu mal auf die Karte gucken. Hallo. Hör mal, mein Schwert schmeckt doch nicht. John! Oh. Soll ich dir helfen? Ich glaube, ich kann ihn nicht. Ja, ich kann ihn nicht anders stechen wegen dem Hut. Man kann die Dinger wahrscheinlich auch von sich aus finden, aber also diese weißen Teile, aber ist wahrscheinlich wesentlich schwieriger. Denke ich mir gerade. Ich habe ihm gerade den Kopf abgeschnitten. Oh. Oh, hi. Ich stehe zu nah dran, ich krieg den nicht. Lassen wir diese Horde einfach mal in Ruhe. Solange sie uns nichts wollen, brauchen wir ihnen ja nichts wollen, ne? Jetzt okay. Kommen sie dir hinterher. Na klasse. Jungs, ich will doch keinen Ärger. Anscheinend wollt ihr welchen. Aber das Katana hält relativ lange. Tatsächlich. Ja, es hält wesentlich länger als die Machete. Im eigentlichen Sinne ist die auch nicht kacke. Also die Machete und das Katana. Jetzt ist es kaputt. Kann ich dir trotzdem das Auge ausstechen mit dem Ding? Ja. Du kannst immer noch damit zuschlagen. Ey, lass mich los. Lass mich los, habe ich gesagt. Da ist leider nichts drin. Du bist tot oder eher untot? Was willst du da hinten? Wir müssen nach da hinten in die andere Richtung. Ich habe die Horde kurz ausgeschaltet. Das Katana kann weg. Kann ich die mit der Säge eigentlich auch erstechen? Keine Ahnung. Ich kann sie auf jeden Fall vergewaltigen. Wie hat der denn geparkt? Der hat so geparkt wie du. Oder wie alle anderen. So parke ich doch gar nicht. Okay, ich korrigiere. Alle anderen parken so. Ich sag nur seitlich einparken, ne Shining. Kann ich deine Maske... Nee. Ich wollte nur gucken, ob ich die Maske nehmen kann. Da ist eh nichts im Kofferraum. Wir müssen nach vorne unter die Motorhaube. Da können auch Sachen sein. Glaube ich. Ach, das war die Säge, die kaputt ging.
Scheiße. Das ist eine lustige Art, sich zu verteidigen. Jetzt sind beide Schrott. Hier sind toter Körper und eine Axt drin. Müll? Ich hab ihn mit dem kaputten Ding kaputt gemacht. Hier ist Heilung drin. Ja, bin aber gerade ganz gut bedient. Ist noch ein weites Stück. Etwas weiter vorne ist nochmal ein rosanes Haus. Oh, die Heilung würde ich mir mal nehmen. Ach, da vorne ist sie das Licht. Was machst du da? Sie mit Müll bekämpfen! Fries! So einfach so. Oh, und da liegt eine AK drin. Aber bevor ich keinen Schalldämpfer habe, nehme ich nicht so ein Ballerding. Ich hab noch eine Machete, zum Glück. Wir müssen noch weitergehen. Ich hab gerade mal geguckt. Ich hab noch ein Basic. Stimmt, die andere Pistole in. Also ich habe jetzt eine Pistole an der Hand einfach nur als Lampe. Dann brauche ich den Wagen nicht mehr unnötig aufmachen. Hast du hier schon? Ja, so links von uns ist wieder so ein rosanes Haus, ne? Ich weiß. Da ist eine Waffe. Ich kann das auch. Ja, diese Militärwagen, die haben offenbar immer eine Waffe bei sich, aber die ist nicht unbedingt immer gerade praktisch. Wunderschönes Gesicht hast du. Da sind drei. Da auf den Rücksitzen ist nichts. Oh, scheiße. Was machst du da? Ich wollte einen Trickwurf machen. Bleib weg. Ey. Hab die, Bertha. Ich wollte einen Trickwurf machen. Ich wollte den noch umwerfen, mit einer Hand wieder auffallen. Das habe ich schon gemacht. Hast du keinen Nahkampf mehr? Doch. Ich habe ihn in die Brust gesteckt. Hallo, Herr Feuerwehrmann, da hinten ist ein Brand, ne? Wollen Sie da nicht zuerst mal nachgucken? Ich hole mir so lange den anderen. Während du den beschäftigst. Der ist Geschichte. Der hat abgehoben. In dem Leichenwagen ist nix. Ist das das Haus? Nee, einen weiter. Da müsste jetzt eine ganz große Fläche kommen. Und direkt daneben ist auch ein Safehouse. Ich mag die Machete. Nach wie vor, die ist sehr praktisch. Im Gegensatz zu dem Schrottding da. Ich habe keine Pistole mit Lampe mehr. Ich hab allgemein keine Lampe. Um Gottes Willen! Was zum?
sicherheitshalber mal abgestochen. Ich glaube, den war abschießen müssen. Ich glaube auch. Guck mal, der hat auch so einen Gastank auf dem Rücken. Guckt ihn euch an, Leute. Guck mal, ist der nicht wunderschön? Hast du das gesehen, wie ich ihn rumreichen konnte? Mhm. Wie viel wiegen die denn oder wie groß sind unsere Muskeln? Das wird die so packen können. Also hier drin, jetzt links von uns ist Rosa. Hä? Du kümmerst dich um den. Hör mal, du hast drei Pfeile in der Brust. Ist das so angenehm? Ich hab mal gezeigt, wie es geht, ne? Bevor wir da reingehen, hier links von uns, also hier hinter dem Wagen, soll ein Safehouse sein. Ich muss gerade noch gucken, wo der letzte Pfeil hingeflogen ist. Pfeil? Wo bist du? Er ist weg. Da liegt er doch! Wo? Ach da? Nee, aber einen müsste ich noch haben. Oder wollen wir einfach direkt da reingehen und aus der Safehouse scheißen? Lass noch eben ins Safehouse gehen, dann haben wir zumindest einen Checkpoint. Ja, dann lass die Zombies hier erstmal in Ruhe, die respawnen doch nur. Ach, wunderbar. Falls du mal eine Waffe brauchst? Direkt hier soll jetzt eins sein. Ich sehe es, glaube ich, sogar schon. Aber guck mal, hier hat sich einer ein fancy Auto gegönnt. Guck mal, hier wollte einer richtig fancy sein. Wo bist denn du hin? Beim Safehouse. Guck mal, wie fancy der Besitzer dieses Wagens sein wollte. Ah, da bist du. Hat einfach ein lila Auto. Hä? Da sind auch Lichter drin. Hat das was zu bedeuten? Das ist nicht das Safehouse, ne? Nee, ich glaube nicht. Das Safehouse ist direkt daneben. Ja, das Safehouse ist das Gelbe auf der Karte, oder? Hi. Ja, oh. Warum treffe ich dich nicht anständig? So. Kannst auch gerne hier rüberkommen. Pff, ich habe eine Leiche gerade über die Mauer gezogen. So, das lege ich mal kurz ab. Headshot. So, Safehouse ist offen. Hier liegt eine Säge drin. Ist da ein Heiling? Ein Schrauber. Ein Schrauber nicht, aber ich kann dir gerne einen geben, wenn du noch willst. Ich habe eh einen im Inventar. Ja, das wäre vielleicht ganz angenehm. So, ich bin wieder doppelt bewaffnet. Ich sehe, wo ihr durch wollt. Die krabbeln alle. Vielleicht ist in dem Haus ja auch was drin, wenn man da schon rein kann. Weil es sieht aus, als ob man rein könnte. Wo bist du? Hä? Welche Munition passt da rein? Ach, du wartest da gerade. Okay. Teleport. Bring mal den Bohrer mit. Ich glaube, da muss man sich reinbohren. Ah, komm, Kundschaft. Nee, ist nicht nah genug. Geh du mal an die Tür und guck mal, ob du die aufmachen kannst. Jo. Ich kümmere mich um die Brade hier. Hast du nicht auch einen Bohrer? Ja, aber gerade nicht in der Hand. Ach so. Oh nee, da kommt schon wieder so ein Giftmülltyp. Aufgebohrt. Sicherheitshalber abgestochen, den Giftmülltyp. Okay, dann gehen wir mal da rein.
Und machen die Tür hinter uns zu, weil die können ja nicht rein, wenn die Tür zu ist. Ja, ich kann den Backofen nicht. Oh, warte mal. Ich glaube, hier in dem Ding ist was drin. Ja, schieß doch nicht, sonst müssen wir uns gleich rauskämpfen. Ich glaube, da muss man ausschießen. Oder nicht? Nee. Ist einfach nur Deko. Scheiße. Pizzakarton? Eine Dose. Was ist das? Instant-Nudeln? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich versuche gerade zu lernen, wie man eine Machete hält. Sehr wichtig. Hier ist eine Diegel drin. Und ein paar Magazine. Würde ich mitnehmen, würde ich noch welche brauchen. Hier ist eine Uzi oder so. Cornflakes, endlich! Oh. Ich gehe oben gucken. Ich habe das Klo gefunden. Ist das ein Schrank? Nö. Oh. Nett. Ich habe so ein. Das ist ein Schrank? Nochmal gefunden. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich buche. Ich glaube, die stehen an der Tür. Aber die können ja gerade nicht rein, zum Glück. Okay. Ich habe Leiche gefunden. Was haben wir denn hier? Warte mal, von hier aus? Da versucht einer hier hinzukrabbeln. Hier ist Wasser. Okay, ansonsten war hier offenbar nichts. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das ist ein bisschen doof. Die Statue nimmt ein bisschen sehr viel Platz weg. Statue? Aber, wo? Ich habe eine Statue im Inventar. Achso, die kann man doch eigentlich wegwerfen. Wir haben doch diese Statue schon. Ich weiß halt nicht, ob wir die wirklich bekommen haben. Deswegen würde ich doch, ich habe diese auf jeden Fall. Hast du den Skin für den Charakter auch bekommen? Hast du nachgeguckt? Warum habe ich zwei Bohrer dabei? Ich nehme gerne einen zweiten. Mir reicht einer. Ich nehme stattdessen ein Heilding mit. Ja, dann würde sagen, let's go. Auf zu dem pinken Haus da auf der anderen Straßenseite, wo wahrscheinlich der Krieg abgeht. Ja, direkt an der Tür stehen welche. Das sind aber hauptsächlich Krabbende, soweit ich das gerade sehe. Ich hab eine Idee, warte mal. Das können wir doch ganz einfach umgehen. So weit kannst du nicht um die Ecke schießen. Nee, ich habe hier was Schönes gefunden. Was denn? Ach, du willst uns beide einsauen? Ja. Und währenddessen stechen wir sie ab? Ich glaube, ich habe es gerade probiert mit dem Ding. Dann hab ich das Zeug verloren dabei. Also ich glaube, das geht nicht. Also du musst einmal so nach oben halten und dann die Taste drücken. Hast du? Hast du das abbekommen? Nein. Jetzt habe ich ein bisschen was abbekommen, aber nicht so hardcore wie du. Ja, ich glaube, es ist leer. Ja. Hallo. Hallo. Weißt du was, ignorieren wir die einfach. Er folgt dir gerade, ne? Junge, der ist 1 Stundenkilometer schnell. Der ist sogar langsamer als du. Da kannst du meine Machete behalten, die ist jetzt gerade kaputt gegangen. Können wir auch von hier aus da rein? Nee, wir müssen aus dem einen Eingang. Wir müssen hier drumherum. Wo läufst du hin? Wo bist du denn? Ich seh dich ja, andersrum, ach, wo da, wir... Ach, da! Da bist du. Ich hab dich nicht gesehen.
Sir, ich habe eine Säge. Ich steche die ins Gesicht. Und dann säge ich weiter. Ich habe einen Bohrer. Ich bohre euch ins Gesicht. Also, Nasebohr mit einem ganz, auf einem ganz anderen Level. Okay, ich glaube, mit der Säge kann man nicht stechen. Wo kommt man denn überhaupt da rein? Guck mal, Nasebohren. Willst du Nasebohren? Er wollte nicht Nasebohren. Ich glaube, wir können da noch gar nicht rein. Möglich. Das weiße Ding ist knapp vor uns. Bist du schon wieder hin? Ich sehe dich nicht. Ach, da vorne leuchtet's. Hier ist wieder eine Knach. Die Quali von VR-Spins hat meistens leider nicht so geil. Ich find's ganz angenehm. Guck mal, Öhrchen bohren. Na gut, mach du den. Ich mach den Heini. Muss nur den Nacken treffen. Da kommt ein Dicker von hinten. Ei. Das ist, glaube ich, einer von diesen Ultra-Zombies gewesen. Der da. Ich weiß nicht, ob wir den bohren können. Ich bohr ihn. Bohrer OP, sag ich doch. Bohrer OP. Ich bohr den einfach. Ich helfe, der hält sonst viel zu viel aus. Deine Waffe ist kaputt. Ich kann trotzdem noch drauf hauen. Er kommt gar nicht dazu, mich anzugreifen. Weil Bohrer OP. Irgendwann fällt er schon um. Oh, der macht trotzdem Schaden. Ich hab Gott zumindest. Das nennt sich Vergewaltigen. Ich hatte kurz meine Bohrerwelle. Tot! Das war's. Totgebohrt. Gibt's eine Bohrer-Trophäe? Wenn, hätten wir sie schon längst. Eigentlich würde ich gerne mal die Trophys durchgucken. Ja, aber mach das nicht, während wir hier mitten im Feld stehen. Nee, das auf jeden Fall nicht. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ist mein Bohrer weg? Nee, ich habe ihn weggepackt. Von hier aus geradeaus. Das sieht wie eine Riesensiedlung aus. Soweit ich die Karte richtig deute, ist links der Eingang. Wenn wir links drum herum laufen. Da kommt wer! Fuck! Oh, es leckt. Bin tot. Ah, deswegen leckt es. Ich kann nichts tun. Ich glaube, mein Spiel ist gefreezed. Player has left the game. Ne, habe ich gerade gehört. Oh, ich glaube, mein Spiel ist gefreezed, ja. Mein Spiel ist gefreezed. Ich kann nichts tun. LOL! Du musst mal in mein Steam gucken. Mach ich nachher. Wollen wir denn überhaupt weiterspielen? Nein, guck gerade wirklich einmal ganz kurz rein. Oh, wo ist denn mein Ah, Team? Schade, ist schon weg. Ah, okay. Ja, ich würde sagen, lass nächstes Mal weitermachen. Würde ich auch so, ich bin halt bei dem Safehouse gerade, falls du von dort aus noch weitermachen willst. So, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für heute. War interessant. Also, ich gucke nochmal eben die Trophäen von Survive. Ob es da eine Bohrer-Trophäe gibt. Ich glaube nicht. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Ich fand dieses Spiel auf jeden Fall mega geil. Wir werden das auf jeden Fall noch durchspielen. Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise das Spiel durch. Ja. Ich fand das jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad auch wesentlich angenehmer als davor, ne? Entdecke, wo Meister Rip ist? Also Überlebender und keine Zukunft, auf jeden Fall ein riesiger Unterschied zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden, finde ich. Ich werde angerufen. Ich mache mit dem Sunny aus, wann wir das nächste Mal weiterspielen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Warte mal, ich kann ja eigentlich in die Kamera winken. Tschüss.